Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu ShishaCast Episode 51. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe den lieben Marvin mit dabei. Hallo, guten Tag, ich bin der Marvin und ich bin auch dabei. Und nach 2 Wochen Pause, wie eh und je. Wie angekündigt. Wir haben gesagt, kurze Winterpause gibt's leider. Starten wir ins neue Jahr 2024. Das ist wieder diese Phase, wo du jetzt ungefähr 3 Monate brauchst, wo du immer noch 2023 sagst und schreibst. Viel schlimmer finde ich momentan, so gerade wenn ich mit Leuten rede oder telefoniere, dass du sagst so vor einem Jahr und du meinst halt 2022. Safe, oh ja. Das ist viel schlimmer momentan. Ja, der ist auch schlimmer, hast du recht. Ja, das hält jetzt hier so 3 Monate und dann hast du dich irgendwann dran gewöhnt und dann ist das Jahr bald wieder schon vorbei. Ja, dann hast du 6 Monate, dann kannst du dich schon aufs nächste Jahr vorbereiten, so ungefähr. Ja, wir hatten eine kleine Pause. Ja. Ungeplant, aber unverhofft kommt oft. Das passt auf den ShishaCast sehr, sehr gut. Da können wir uns doch direkt mal wieder neu vornehmen. In 2024 wird das besser laufen. Auf jeden Fall. Safe alle 2 Wochen. Ja. Ansonsten verschenkt Alex alle seine Pfeifen. Auf gar keinen Fall. Ich hab's versucht. Vor allem, wir haben sogar einfach unser Jubiläum verpennt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vor allem das 5-Jährige. Du musst mir auch herzlichen Glückwunsch. Danke, Alex, danke. Ist das süß, dass du da einfach so dran denkst. ShishaCast ist über 5 Jahre alt. Krank. Oder? Nee. 4. 4 Jahre? Nein, wir sind jetzt 5 alt. Wir sind 5 alt. Ja, mindestens. Ja. 15 Jahre machen wir schon Podcasts, Digga. Kein Problem. Passiert. Da haben wir wieder das mit dem Jahr, ne? Ja. Ja, 15, 5, 4 ist doch. Fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Wir machen einfach uns so ein Schild mit Established 1999. Das klingt einfach geil. Ist kein Problem. Ja, und dann laden wir noch so eine Folge hoch und dann nehmen wir die Archive Episode. Episode 0, die wir 1999 aufgenommen haben, als du 4 warst, 3 warst. 1. 1? Ich bin 98er. Du bist 98? Ja. Ach du Scheiße. Du bist einfach ein alter Mann. Darfst du schon Pfeife rauchen? Ja, gerade so. Gerade so, dachte ich mir. Und das mit dem alten Mann habe ich gehört. Wer stöhnt hier die ganze Zeit beim Aufstehen und Hinsetzen? Ja, du auch. Nein, das war Show. Da habe ich mich über dich lustig gemacht. Guck, pass auf. Kein Geräusch von mir gegeben. Nee, ich habe nur die Beine knacksen hören. Ach, das ist eine Lüge. Meine Beine knacksen oft, aber gerade haben die nicht geknackst. Das ist eine freche Lüge hier. Das stimmt nicht. Hört nicht auf den. Warst du eigentlich schon auf Ü30-Partys? Nee, warum? Weiß ich nicht. Ich bin vergeben kannst und ich jetzt. Hasse Partys. Aber kannst also, du jetzt? Ich hasse nicht Partys, aber da kommen wir noch zu. Gute Partys sind gute Partys. Mhm. Aber so ein Ü30-Zeug, um Gottes Willen, Digga. Sehe ich dich. Ich glaube, ich passe auch nicht rein. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, also ich bin nicht, im Kopf bin ich nicht 31. Nee, auf gar keinen Fall. Im Kopf bin ich, glaube ich, so 27. Wie würdest du den Unterschied von 31 zu 27 differenzieren? 31, ein guter Kumpel von mir. Ja. Den ich schon seit dem Abi kenne. Mhm. Der redet immer über Karriere und hat ein Haus gebaut und der hat jetzt eine Tochter. Der ist 31. Ja, okay. Ich bin nicht 31. Ja. Ja. Irgendwann meinen Shisha-YouTube-Videos. Und das ist gut so. Ja. Ja, aber sehe ich voll. Ja. Ja. Ich habe gestern einen Anruf bekommen von einem Bekannten. Und da war aber nicht der am Telefon, sondern eine fremde Stimme. Und dann war ich erst total verwirrt. Und die Stimme hat gesagt, weißt du, wer ich bin? Und ich so, ich habe den Best Guess rausgehauen und habe den Namen von dem Sohn, von dem der angerufen hat, gesagt. Mhm. Weil mit dem bin ich sozusagen aufgewachsen. Ah, okay. Das war der aber nicht. Turns out, das war der alte Nachbar von meiner Oma. Und wenn ich als Kind bei meiner Oma gepennt habe, habe ich immer mit dem gechillt. Dann haben wir mal zusammen, krass. Keine Ahnung, gezockt, sind im Wald auf den Spielplatz gegangen. So eine Zeit war das noch, ne? Wo du so im Wald rumgefallen bist. Weißt du, kennen die Jungen gar nicht. Da hat man draußen gespielt. Also auch nicht online oder so. Das war, ne? Draußen. Jetzt bin ich alt. Ja, das war 31er-Modus. Ja. Ja, und der hatte zufällig was mit dem zu tun und hat dann angerufen. Und der ist einfach verheiratet und hat 2 Kinder. Der ist auch richtig 31. Ja, der ist so full on. Der ist 35 eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. Der geht schon so auf die 40 zu. Ja, safe. Ist auch gut. Alter hat tatsächlich nichts mit der Zeit, die du hier schon verbracht hast, zu tun, sondern einfach, ob du verheiratet bist, wie viele Kinder du hast und in welcher Wohnsituation. Ja, aber irgendwie ja also schon. Also eigentlich bist du 16. Du wohnst bei deinen Eltern, du hast keine Kinder, du bist nicht verheiratet, du hast eine Freundin. Okay, sagen wir 17, 18? Ich bin 18. 18. Ich rauche dann, Pfeife. Dann, ja, stimmt, wegen Pfeife rauchen bist du 18. Ja. Der Ümit ruft mich gerade zurück.
Ja, so live im Cast. Der wird, nein, der hört gleich deine Sprachnachricht, dann ist alles gut, ich habe ihn weggedrückt. Wir haben den Ümit gefragt, ob er in der nächsten, also eigentlich haben wir ihm gesagt, dass er in der nächsten Folge dabei ist, wir haben ihn nicht gefragt, weil der Ümit ist ja Shisha-Mann aus Leidenschaft. Ja. Hookermaster. Hookermaster. Ja. Hookermaster klingt wirklich 15 Mal geiler als Shisha-Mann. Ja. Ja. Shisha-Mann ist dieses, Bruder, kannst du gucken, Kopf kratzt, kannst du bitte gucken nach meinem Shisha? Dann dreht er einmal die Kohle und zieht dreimal dran. Ist wieder gut, kein Problem, Habibi. Das Problem bei Ümit ist halt, also ich weiß gar nicht, kommunizieren wir das so offen? Ümit will eigentlich nie irgendwie vor die Kamera. Ümit hasst Kameras. Ja. Abgrundtief. Also selbst Insta-Stories, wenn wir in Homera sind, sträubt er sich ja vollkommen gegen. Das bekommt ihr ja vielleicht mit, wenn ihr mal eine Story aus Homera von Marv oder mir seht. Der hat da gar keinen Bock drauf. Aber deswegen ist er witzig. Aber was glaubst du, warum wir das machen? Aber von euch kamen ja auch einige Nachrichten, dass wir doch Ümit mal fragen sollen für eine Episode des Shisha-Casts. Und das fanden wir beide eigentlich echt eine geile Idee. Das ist eine ultra geile Idee. Ja. Und deswegen haben wir einfach beschlossen, Ümit macht das. So, wir fragen da gar nicht erst groß. Ich war im Homera und ich habe ihm gesagt, hier Ümit, du bist ja demnächst bei einer Folge dabei. Und jetzt müssen wir nur noch den Termin für die Folge ausmachen. Also wenn alles gut läuft, haben wir den Ümit in der nächsten Folge Shisha-Cast mit am Start. So sieht's aus. Wäre geil. Ja, ich würde mich freuen. Ja, ich auch. Das wäre cool. Dann können wir ihn einmal fragen, wie ist das, Hookermaster zu sein? Wie hat er angefangen? Wie ist denn eigentlich Wenn ihr noch Fragen an den Hookermaster habt, dann schreibt uns die schnell. Ja. 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 Alex, weißt du, was wir vergessen haben? Ja, wir machen schon viel. Das war das Intro. Ach so, okay. Das war das Intro. Intro, Ende. Ende. Und, was natürlich aber auch noch zum Ende vom Intro gehört, Werbung. Dieser Shisha-Cast ist unterstützt von Mose. Deswegen habe ich mir auch die wunderschöne Flashbang angemacht. Einer von uns beiden raucht immer eine Mose-Pfeife. Dafür kriegen wir 100 Euro von Mose. Und 100 Euro kostet uns leider auch der Basti, der diesen Shisha-Cast dann produziert. Also wir beide gehen 0 auf 0 raus, aber wir haben wenigstens keine Ausgaben. Das ist schon mal das Ziel. Ziel ist erreicht. Nochmal direkt dazu. Letztens, ich weiß nicht, Stream-Ausschnitt oder sowas von hier Reese und Papa Platte gesehen, wo wir darüber geredet haben, dass die auch vom Edeltalk leben könnten. Und ich denke mir so, ja, wir kommen gerade so auf 0 raus. Ja. Lass die 0 Euro durch 2 teilen. Ja, wenigstens müssen wir keine Steuern zahlen. Das stimmt. Ja. Immerhin etwas. Bei 100 Euro Einnahmen und 100 Euro Ausgaben ist das relativ schnell erledigt. Das stimmt, ja. Immerhin etwas. Super. Jetzt wäre die Frage, lieber nochmal Steuerberater bezahlen, wobei es rutscht ja eh in deine Steuererklärung mit rein. Ja, rutscht in meine Steuererklärung. Ja. Und den bezahlst du ja sowieso, aber dann wäre es mehr Arbeit. Das stimmt. Ja. Hast du Pauschale oder bezahlst du pro Stunde? Pro Stunde. Oh, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Nee. Ja. Schwierig. Das Leben ist hart. Gut, ist eh keine Überlegung, weil wir gehen 0 auf 0 raus. Ist ja auch egal. Gut, aber Kuss ans Mose fürs Unterstützen. Genau, vielen Werbung Dank. Werbung an der Stelle, ne? Also auch im ganzen Cast, Werbung kann enthalten sein. Kann sein, dass mal ein Produkt gestellt wurde oder so. Yes. Deswegen Werbung. Willst du direkt bei deinem Setup weitermachen und das abschließen? Ja, kann ich machen. Der Alex hat mir noch eine Cosmo Türkisch gebaut. Ich habe die Technik vorbereitet. Alex hat wieder Köpfchen gebaut. Ich habe die Blogger-Miet unten drunter und ich sage direkt dazu, die gibt es leider nicht zu kaufen. Ich kriege jedes Mal, wenn ich diese Bowl zeige, Fragen, wo es sie gibt. Und leider ist die Antwort, die gibt es nicht zu kaufen. Die wurde damals für ein Event gemacht. Davon gibt es nur 7 Stück. Ja, doch, wenn ihr umso öfter ihr Marv schreibt, irgendwann verkaufst du sie einen. Das ist eine Lüge. Ich würde die niemals hergeben. Aber schreibt dem Alex, der verkauft seine. Schreibt einfach Gebote. Höchste Gebote in den nächsten 7 Tagen. Auf gar keinen Fall, gewinnt. Bitte. Spiegel. Gummimauer. Uno Reverse. Immer einmal mehr wie du. So, fertig. Also, Blogger Meet Exclusive Bowl, die Flashbang obendrauf, da drauf die Türkisch, den Onmo und, was für ein Tabak habe ich drin? 3 Zauberwürfel und du hast gebaut bekommen einmal, ich habe echt schon wieder vergessen, du hast den Litchi von Element zusammen mit nice. Jungle Juice von Must Age. Und Kashmir Peach von Tangiers. Ich habe eine ganz wilde Kashmir Peach Phase gerade, ne? Ja, hast du schon erzählt. Der wurde letztens im Stream ausgesucht und ich war so, muss das wirklich sein? Weiß ich nicht, ob ich jetzt Bock auf Kashmir habe, ne? Da wurde der ausgesucht, dann habe ich den geraucht. War geil. Ja, vor allem du hast Ich glaube, seitdem hatte ich literally in jedem Kopf Kashmir. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war am Dienstag im Stream. Heute ist Donnerstag und ich glaube, jeden Kopf, den ich seit Dienstag geraucht habe, war Kashmir drin. Ja, vor allem du hast ja wirklich eine Phase davor gehabt, wo du einmal kein Kashmir wolltest und kein Tangiers. Ja, ich hatte eine richtige Anti-Tangiers-Phase wegen diesem Grundtabakgeschmack. Ja. Ich konnte den eine Zeit lang irgendwie nicht ab, aber jetzt bin ich komplett drin.
Ja, es ist irgendwie immer so, so. Es gibt so diese Phasen, wo du einfach Tangis durchrauchen könntest. Naja, auf jeden Fall, bei mir gibt es die neue Stimulation Mini. Neu? Ja. Neu. Erzählst du uns später noch was dazu? Ja, ich würde sagen, da reden wir dann später ein bisschen super drüber. Ja. Obendrauf habe ich ebenfalls eine Cosmo Turkish Ball. AO HMD. Siehst du, dass die Form geisteskrank unterschiedlich ist von unseren beiden Cosmos? Ja. Deine ist hier viel bauchiger und hier auch nochmal. Deine ist länger. Und meine ist länger? Ja. Meine ist länger. Entschuldigung. Ja, du bist nicht 31. Nein, wirklich nicht. Im Kopf auf keinen Fall. Und ich habe mir gebaut von Must Age den Blackberries zusammen mit Must Age Forestberry und den Element Current. Schmeckt, ach, der Current ist auch geil. Schmeckt sehr lecker, muss ich Element sagen. Reden wir auch noch drüber. Genau, Element Speaking reden wir auch noch reden wir noch drüber. Ich mache auch direkt mal nebenbei hier unsere Liste auf, über was wir alles reden wollten. Nicht, dass wir am Ende noch was vergessen. Erstmal die Frage vorneweg. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Und was sind die Umstände? Umstände ist ja, dass ich einen kaputten Rücken habe. Und deswegen war ich jetzt auch... Ich hab dir gesagt, das klappt nicht mit 400 Kilo Deadlift, aber du wolltest ja probieren. Das war ein Joke für alle, die gerade denken, dass ich wirklich so einen Schwachsinn mache. Er hat 500 gehoben. Nee, also... Ich hab zu viel Mate getrunken, es tut mir leid. Ich bin schon wieder hyperaktiv. Da drauf einen Schluck Mate. Hab ja einen kaputten Rücken. Und deswegen war ich jetzt auch die letzten 4-5 Wochen gar nicht im Training gewesen. Und hab jetzt langsam wieder angefangen und geht auch langsam wieder besser. Also ich habe schon gemerkt, die Pause hat auf jeden Fall gut getan. Aber ist natürlich... Du hast ja gesagt, du hast jetzt geisteskranken Muskelkater. Ja. Hast du auch nach dem Training wieder mehr Rückenschmerzen oder nicht? So ganz so kleine Momente, wo ich wahrscheinlich falsch sitze oder sowas, wo dann das unten eingeklemmt wird. Aber vom Training wirklich Rückenschmerzen nicht, da ich jetzt halt wirklich drauf achte, was ich und wie ich trainiere. Ja. Also bist du immer noch bei deinem... Eher gestützte Sachen machen. Also wirklich nur gestützt eigentlich. Okay. Also gerade beim Beintraining nervt es mich sehr, weil beim Beintraining hatte ich am häufigsten Rückenschmerzen gehabt. Und da ist jetzt halt wirklich so Beinstrecker, Beinbeuger, dann diese ganz geführte Beinpresse und aus. Was meinst du mit die ganz geführte? Also die Maschine oder Hackenschmidt? Ich kriege jetzt eine Hackenschmidt bei mir. Ernsthaft? Endlich, ja. Das ist geil. Nee, diese typische Mädchenbeinpresse, wo du dich mit dem Sitz wegdrückst. Nicht, wo du das Gewicht wegdrückst, sondern wirklich, wo du wirklich im Sitz sitzt. Der Sitz wo du ist auf so einem Schlitten. Genau, wo du dich auch komplett einhängen kannst, dass du eigentlich gar nichts machen kannst und dich einfach wegdrückst. Weil für den Rücken halt schon optimal. Aber glaubst du, Hackenschmidt ist eine größere Belastung für den Rücken? Zu 100%. Ja? Ja. Ui. Also auf jeden Fall, so wie ich es immer gemacht habe, hatte ich da schon sehr häufig Rückenschmerzen, weil du halt gerade im Gewicht hochgehst und Hackenschmidt ist für mich eine Übung, wo du halt viel Gewicht drauf packst. Und ja, bei mir auch. Und du weichst halt irgendwann, wenn es halt nicht mehr geht. Du kannst ja nicht ans Muskelversagen gehen, weil du weichst irgendwann aus und das geht nicht. Okay. Ja, deswegen wirklich komplett geführtes Training und so geht es momentan auf jeden Fall. Also jetzt auf jeden Fall der erste Trainingszyklus. Mal sehen, wie es jetzt die nächsten Tage und Wochen wird. Ja. Aber genau, so sieht es aus. Wie geht's dir? Es geht. Also eigentlich ist alles okay. Also sehr guter Start in 2024, merkt ihr schon? Ja, also mein Start in 2024, also es gibt nichts, worüber ich mich beschweren kann, außer dass ich gefühlt nur am Arbeiten bin. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin in so einem Hamsterrad, ich stehe auf, ich setze mich an den Rechner. Also meistens stehe ich ja, mein Notfallwecker ist mittlerweile auf 9.30 Uhr, nicht mehr auf 10. Das heißt, ich stehe spätestens um 9.30 Uhr auf. Ist auch schon ewig nicht mehr passiert, dass ich vor meinem Wecker aufgestanden bin, was bei 10 Uhr schon häufiger passiert ist. Ich stehe auf, setze mich an den Rechner, ich arbeite. Dann, wenn ich fucking lucky bin, kriege ich noch eine halbe, dreiviertel Stunde Sport rein. Mhm. Dann fahre ich ins Büro und dann arbeite ich weiter. Und manchmal ist noch Stream und manchmal ist kein Stream. Mit Stream ist es Stream. Wenn kein Stream ist, dann arbeite ich weiter. Dann fahre ich heim, gucke ein, zwei Folgen Serie und dann gehe ich schlafen. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Und das war, glaube ich, wirklich die letzten 13 Tage so. Nee, stimmt nicht. Seit Silvester. Die letzten 10 Tage war das so. Ja, ich hatte so eine richtige Downphase vor Silvester gehabt, wo ich wirklich kein Training, auch allgemein komplette Demotivation, so einfach bedingt dadurch, deswegen auch fast nichts gepostet, nichts gemacht. Digga, der Cast hat gerade so einen Turn genommen, ne? Wie eben beide so
Penis-Jokes, funny rumgelacht, auf einmal beide so, mein Leben ist nur Arbeit, ich hab eine Down. Aber so ist das Leben halt. Was willst du machen? Ja, ne? Passiert. Ja. Und dann wirklich so zero Motivation oder was? Ja, gar nichts gemacht. Ich habe wirklich, ich habe, glaube ich, in der letzten Zeit 3 oder 4 Serien durchgesuchtet. Einfach. Was hast du geguckt? Ich habe geguckt Rookie. Oh, habe ich auch durchgeguckt. Richtig geil. So nice. Da kommt auch bald die neue Staffel raus. Ehrlich? Ja. Warte, ich habe ja auf Englisch geguckt. Habe ich die dann schon gesehen? Hast du? Nee, die englische kommt am 20. Februar. Ui, so ja. bald? Ja. Geil. Stark. Ich weiß halt nicht, wo. Ich glaube, auf ABC läuft das ja original. Dann hat es durch alles hinten. Hat mir ein Freund erzählt. Ja, die habe ich auf jeden Fall geguckt. Ich habe The Boys geguckt. Die kenne ich nicht. War auch echt gut. Also war sehr, war schon... Kannst du in 2 Sätzen sagen, worum es geht? Nee. Okay. Cool. Superhelden und Antihelden. Okay. So, sehr verwirrend. Okay. Aber war eigentlich echt ganz gut. Und ich habe jetzt angefangen, Succession zu gucken. Weil ich irgendwo gesehen, ich glaube, die haben bei... Ist das eine Apple TV? Das ist Wow, also Sky. Ja. Und die haben, glaube ich, bei Golden Globes beste Drama-Serie gewonnen. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, fange ich mal an. Ich habe schon mehrfach von gehört, aber ich habe es noch nie geguckt. Weißt du, was ich jetzt angefangen habe? Also erstmal Shoutout, ein Anime. Jujutsu Kaisen. Mhm. War saugeil, auch wenn mich die letzte Folge von der 2. Staffel getriggert hat, weil alles läuft auf so einen Kampf hinaus. Ja. Und vor dem Kampf hört die Staffel auf. Und du bist so, Bruder. Gibt es schon eine 3. Staffel? Nein. Gibt's nicht. Aber bis dahin war die Serie oder der Anime übertrieben geil. Mhm. Und was ich auch noch durchgeguckt habe, war Loki. Das auch wirklich 10 von 10. Ich bin ja nochmal nicht mal so ein Marvel-Mensch, ne? Ich will nicht sagen Anti-Marvel, das ist auch nicht fair, aber ich habe absolut keine Begeisterung. Ich mag einige Marvel-Filme, aber das Große und Ganze ist mir relativ wurscht. Mhm. Aber Loki, selbst wenn ihr wirklich zero Interesse an Marvel habt, absolut geile Serie. Ich habe die 1. Staffel geguckt, die fand ich auch sehr geil. Nur dann war halt, ich habe die 1. Staffel geguckt, als er rauskam. Dann kam die 2. Staffel und dann ist bei mir voll auf der Struggle, gucke ich jetzt nochmal die 1. Um dann alles zu checken von der 2. Oder dann überlegst du und guckst gar nichts. Genau. Perfekt. Und an dem Stand bin ich jetzt momentan. Ja, guck die. Ist geil, es wird nur noch wilder. Ich würde sogar sagen, Loki ist für mich das Beste, was von Marvel... Nee, Loki ist das Beste, was Marvel Studios jemals rausgebracht hat. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass Iron Man der bessere Film ist. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Aber ich finde Iron Man auch noch sehr geil. Ich finde noch Guardians of the Galaxy sehr geil. Oh, true. Muss ich sagen. Guardians war auch geil. Wobei, der 1. Der war für mich unschlagbar. Der 1. Also nicht war, unschlagbar, Loki hat ihn geschlagen. Ich habe den 3. halt noch nicht gesehen. Ich habe den letztens geguckt. Ist auch gut. Da habe ich sehr, cool. sehr, sehr viel Positives von gehört. Ist, also, ich würde dem 1. würde ich eine 9,5 von 10 geben. Ja. Dem 2. würde ich eine 7 von 10 geben. Und dem 3. würde ich eine 9 von 10 geben. Okay. Der war okay. wieder sehr geil. Aber für mich, der 1. ist halt immer dieses, dann kommst du in die Welt, du wirst da eingeführt und so. Hat immer irgendwie was Besonderes. Ne? Es gibt auch, glaube ich, fast keine Filmreihe, wo der 1. nicht der beste ist. Das Einzige, was mir einfallen würde, wäre... Harry Potter? Harry Potter, true. Und was mir eingefallen wäre, wäre Batman. Oh, stopp. Was ist dein Lieblings-Batman? Dark Knight. Okay, bei mir auch. Und ich weiß gar nicht mehr genau den genauen Titel von dem neuesten, aber holy shit, war der ein Meisterwerk. Ich glaube, ich habe schon mal drüber... Da hast du schon mal drüber geredet, ja. Digga, wirklich, die Aufnahmen allein, scheiß auf die ganze Story, allein die Aufnahmen, ich würde mir die 5 Stunden lang angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Da 5 Stunden Director's Cut, ich bin dabei. Der ist so geil. Den würde ich auch gerne nochmal wieder gucken. Und eine neue Serie, die ich noch angefangen habe, Monarch. Wo läuft die? Apple TV Plus. Ah, okay. Apple TV Plus? Apple TV? Ich glaube, Apple TV Plus ist halt der Streaming. Ich glaube, man sagt einfach immer nur Apple TV. Ich glaube auch, ja. Auf jeden Fall bei Apple. Apple. Die ist geil bis jetzt. Das ist das, was ich aktuell gucke. Das ist die 1 Stunde nachts, wo ich Freizeit habe. Die verbringe ich aktuell mit Monarch. Ja, krass. Nee, aber ich bin jetzt momentan bei Succession. Ja. Ja. Succession habe ich, glaube ich, mal angefangen. Mhm. Ja, aber. Ja, ist halt wirklich rein Drama. Ja. Das ist halt das Ding. So, du hast gar keine Action, keine Comedy, ist wirklich komplettes Drama. Das ist auch das, wo ich denke. Mal sehen, wie es noch wird. So in der 1. Folge dachte ich so, okay, ich weiß, wo es hin will. Weiß ich nicht, ob ich mich... No. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich auf lange Sicht dafür begeistern kann, so eine ganz reine Dramaserie, so ohne irgendwelche anderen Kategorien mit drin, sag ich mal. Ja. Ja. Ja.
Schwierig. Ja, so viel auf jeden Fall zum Filmecast. Ja. Filme- und Seriencast. Was haben wir denn als nächstes auf unserer Liste? Alex MRT. Vielleicht. Ja, soll ich damit direkt anfangen? Ja, oder? Ja, also wahrscheinlich, hoffentlich haben es schon einige mitgekriegt. Aber das ist auf jeden Fall die erste Shisha-Cast-Folge, die wir aufnehmen, seit ich den Channel habe. Ich habe einen Zweitkanal aufgemacht. Ich habe ja schon lange drüber nachgedacht, habe mich dann entschieden und es ist Mavocado geworden. Ein Koch-Channel. Und da sind jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Rezepte. Wenn der Cast online kommt, glaube ich sogar schon 6 Rezepte online. Ja, ich glaube, du hast vorhin gesagt 5. Ja. Und da war ja noch nicht eingerechnet, das, was du eben auch noch probiert hast. Ja. Übrigens sehr lecker. Ey, also ich sag selbst, ich glaube, das ist das Geilste, was ich bis jetzt gemacht habe. Ah, das ist wirklich geil. Ja. Also ich stehe ja eh auf die Grundzutaten. Ja. Und so wie du es gemacht hast, ist schon. Also es war auch, wo ich direkt gesagt habe, koche ich mir safe nach. Ja. Die anderen nicht, oder was? Doch, auf jeden Fall. Nein, zum Beispiel so beim Korean Chicken oder so kann ich es krass nachvollziehen, wenn man es nicht nachkocht, weil es schon sehr aufwendig ist. Ja. Also das war das aufwendigste Video, das aufwendigste Gericht. Aber ich habe jetzt einen Koch-Channel. Ne? Ich hatte keine Zeit, also was macht man dann? Richtig, noch mehr Projekte. Und auch ja, nach dem Shisha-Cast würde ich auch direkt wieder in den Schnitt gehen. Aber ja. Ich finde es eine geile Idee. Vor allem, du kochst ja so oder so super gerne. Ja. Ja, das Ding ist, ich habe mir halt oft nicht die Zeit fürs Kochen genommen. Genau, du hattest ja früher schon die Passion. Also ich weiß noch, als wir das erste Mal bei dir waren und du von deinem Curry geschwärmt hast. Ja, also. Und das begleitet dich selber ja schon so lange und deswegen finde ich das Projekt eigentlich auch richtig geil. Ja, ich muss schon fairerweise sagen, es begleitet mich natürlich noch viel. Also ich mache auch nicht auf Profikoch, ne? Ich mache da nicht auf Profikoch, ich mache da nicht auf super fancy Gerichte. Ich koche Zeug. Sag, ob es schmeckt. Also ich teste es meistens vorher. Zum Beispiel die Gnocchi habe ich vorher noch nie probiert. Ah, okay. Die habe ich gestern gekocht und dann war ich so, ja, schauen wir mal, ob es das wird. Und wenn es funktioniert, dann habe ich ein Video. Und wenn nicht, dann war das halt jetzt nicht für den Arsch, dann habe ich eine Portion Essen. Ja. Ja, aber ist übel geil. Also ich mache nicht auf Profikoch, ich erkläre euch jetzt jede Technik, bla bla bla. Ich koche einfach was. Ne? Ich will nicht der nächste Jamie Oliver sein. Ich mache nicht einen auf Hensler oder sonst wen. Ich bin ich und ich koche da was. Und hoffentlich schmeckt es ein paar. Ne? Einfach kurze, knappe Rezeptvideos mit Sachen, die wirklich jeder nachkochen kann und dann nicht eine Schaumjus an Zitronen. Ja, nee, aber das würde auch nicht passen irgendwie. Ja, ne? Also keine Fernsehküche, einfach normale Sachen, die sich jeder nachkochen kann. Wirklich jeder, egal wie begabt oder unbegabt ihr in der Küche seid. Das ist eine ganz klare Anleitung. Die macht ihr kurz nach. Am Ende habt ihr was Leckeres zu essen für ein paar Tage. Fertig. Na, so einfach. Ja. Finde ich geil. Am liebsten würde ich aktuell 2, 3 Videos da die Woche raushauen. Zeit. Schaffe ich nicht. Ja. Schaffe ich einfach nicht. Keine Chance. Aber ich finde es geil, dass du Spaß dran hast. Und allgemeines Projekt, habe ich ja schon vorher gesagt, finde ich sehr, sehr cool. Name übrigens auch sehr wild. Weißt du, wo der herkommt? Habe ich dir erzählt? Hast du mir erzählt. ChatGPT. Ich habe gesagt, ey, ChatGPT, du schmeißt mir mal meinen Namen mit Essen kombinieren und gibst mir 100 Vorschläge. Und habe ich durchgeguckt, was ich geil fand. Dann habe ich mal Avocado gesehen. Das ist es. War noch was anderes in der engeren Auswahl? Ein paar. Aber ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Liste auch wieder gelöscht danach. Okay. War ja abgehakt, das Thema. Aber ich hatte ein paar Sachen, ja. Aber sehr cool. Wie gesagt, sehr cooles Projekt, sehr cooler Name. Ich wünschte, ich könnte da noch mehr Zeit reinstecken, ja. Aber ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich auch. Sehr. Sehr. Es ist auch für mich total verrückt, ne? Ihr müsst euch vorstellen, es gibt viele Kategorien auf YouTube, die existieren auf YouTube, aber du wirst sie niemals sehen, außer du suchst ganz gezielt danach. Zum Beispiel gibt es ja gerade auch die Debatte, weil Twitch jetzt Nudity erlaubt hat. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe mitbekommen, dass da was, Poolstreamerinnen dass und so. Da irgendwas geändert wurde. Ich weiß aber nicht, in welchem Ausmaß. Ja, was also die haben basically gesagt, für zum Beispiel, wenn du animierst, kannst du komplett nackt zeigen. Ah, okay. Also du kannst irgend so ein Anime-Girl zeigen, die breitbeinig nackt da sitzt und alles in die Kamera hält. Kein Problem mehr. Und da haben sich super viele Leute fürchterlich drüber aufgeregt. Was viele aber vergessen zu erwähnen ist, das gibt es auf fast jeder Social-Media-Plattform. Also auch auf YouTube. Also ich will jetzt nicht sagen, mach das, aber würde man nach Naked Yoga auf YouTube suchen, wirst du das finden. Ach krass. Wenn du dir ein Tutorial zum Waxing anguckst, also Intim-Waxing, wirst du das finden. Das ist erlaubt in so einem Kontext. Das wusste ich gar nicht. Es ist aber so, dass es bestimmte Kategorien auf YouTube gibt, die du niemals finden wirst in Vorschlägen und Co., aber wenn du danach suchst, findest du das. Und Rauchen ist genau sowas. Ja. Das heißt, jemand, der nichts mit Rauchen zu tun hat, niemals was in diese Richtung gesucht hat, der wird niemals ein Video von mir über Shisha sehen. Vielleicht mal so ein Weihnachtsding oder ein Real-Life-Q&A. Ja. Die werden dann verteilt. Aber alles, wo es ums Rauchen geht, also auch dieser Shisha-Cast, den wird niemals jemand finden,
wenn er nicht schon mal irgendwas Richtung Rauchen, Shisha oder uns auf YouTube gesucht hat. Ja. Und das bedeutet leider, dass du sehr wenig über die YouTube-Suche machen kannst, ne? Weil wer es nicht sucht, wird es niemals finden. Du kannst nichts über Recommendations machen und das ist alles nicht monetarisiert. Und all diese Faktoren, die bei Shisha WG nie greifen konnten, weil es eben so eingeschränkt ist, die gibt es aber bei Mavocado. Das heißt, ich bin jetzt zwar wieder YouTube-Anfänger mit Mavocado, aber in einem ganz anderen Universum. Ja. Ja, und das ist übel krass. Und es macht Spaß. Also ich habe YouTube ein bisschen für mich selbst neu erfunden. Ja, das ist super cool. Ja. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Schauen wir mal. Ja, aber wenn ihr was Leckeres sucht zum Nachkochen, dann gerne mal auf Mavocado auf YouTube durchgucken. Und gönnt euch die Gnocchis. Ja, die Gnocchis müsst ihr auf jeden Fall nachmachen. Empfehlung, ich glaube, das Video kommt, wenn der Cast, ich weiß nicht, schafft Basti das bis morgen? Weiß ich nicht. Sag du mir, wie es bei Basti momentan so aussieht. Weiß ich nicht. Mit der Auslastung. Weiß ich nicht. Müssen wir ihn nach dem Cast fragen, I guess. Naja, also vielleicht ist es schon online. Ansonsten kommt es heute. Also wenn die Cast-Folge am 12. rauskommt, dann kommt es noch online an dem Tag. Und wenn die Cast-Folge dann am 19. online kommt, dann ist es schon online. Guckt einfach mal beim Avocado rein, dann werdet ihr es ja sehen. Aber die Gnocchi sind große Empfehlung. Ihr braucht eine Pfanne, eine Handvoll Zutaten und ihr habt ein ultra geiles Essen. Und gerade jetzt, wo es so arschkalt ist, das gibt dir eine Wärme von innen heraus, das ist geil. Ja. Avocado, Hände. So, dann gehen wir direkt wieder zu einem negativen Punkt. Und zwar, ich hatte ja angesprochen, mein Rücken ist kaputt. Ich hatte es ja auch schon mal erzählt gehabt, dass ich beim Orthopäden war, gerönt wurde. Und ich habe ja eine Überweisung zum MRT bekommen. So, hast du schon mal ein MRT gemacht? Nee. Ich dachte, ich wäre schon mal im MRT gewesen. Stellt sich raus, ich glaube, ich war noch nie im MRT. Aber wo warst du dann? Nee, also ich habe noch nie ein MRT machen lassen. Also ich, dachte, ich wäre schon mal in der Röhre gewesen. So viel so wieder zu unserer Kopf. Vergesslichkeit. Ja, genau. Ja, okay. Aber war ich anscheinend noch nie, weil ich komme da an, ich wusste ja, was ungefähr auf mich zukommt. Ich weiß nicht, was auf einen zukommt. Wie lief das denn ab? Also du hattest den Termin und bist dann ins Krankenhaus gefahren. Nee, das war in Dietzenbach, gibt es so ein Radiologiezentrum. Ah, okay. Also und, so ein extra Zentrum nur für so Geschichten. Genau, und ich hatte einen sehr späten Termin bekommen. Ich glaube, ich war um 18 oder 19 Uhr da. Ja, kannst also so wenigstens ausschlafen, nicht so ein gottloser Arzttermin. Bitte seien Sie um 5.45 Uhr da. Das stimmt, ja. Es war komplett leer. Ich glaube, es war noch eine Frau, die da drin saß. Und dann kriegst du dann erstmal, kommst da hin, gibst deine Überweisung ab. Dann kriegst du erstmal so einen Wisch, wo du dann erstmal durchlesen musst. So wenn ich sterbe, ist das meine eigene Schuld. So ungefähr. Nee, auch so, wo du ankreuzen musst, weil es ja Magnetwellen, keine Ahnung, was das genau ist. Musst du auch dieses Kontrastmittel da noch rein? Oder nee, so? Das brauchte ich nicht, zum Glück. Aber musst halt ankreuzen, so hast du einen Herzschrittmacher, hast du irgendwelche Piercings und so weiter, was du vielleicht nicht rausnehmen kannst, weil... Einmal Nein angekreuzt, aber plump, plump. Ja, ich dachte auch so, scheiße, ich saß da so richtig paranoia. Habe ich irgendwas, was ich nicht weiß, bevor mir da drin irgendwas passiert? Aber hatte ich zum Glück nicht. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall musste dann erstmal alles ankreuzen, natürlich unterschreiben. Und dann sitze ich da und warte dann da drauf und wurde ich reingerufen. Dann dachte ich, irgendwie komplett ausziehen, also nur Boxershorts oder sowas. Aber konntest sogar alles anlassen. Also nur. Dann kommt das ja auch durch, oder? Ja, klar. War ja. Ich dachte so auch, mein du kriegst Gedanke. So einen Kittel an, ja. Wo Popo rausguckt. Ja, irgend sowas dachte ich auch, ja. Dass es kommt, aber muss gar nichts machen. Bin dann da rein, dann muss ich mich auf diese Liege legen. Die dann so reinfährt und so. Genau. Dann wird erstmal dein Kopf fixiert. Also kriegst du erstmal Ohrenstöpsel rein, weil das halt so laut ist da drin. So laut, dass man Ohrenstöpsel braucht. Ich hab immer noch, es war immer noch echt laut, obwohl ich komplett Ohrenstöpsel drin hatte. Dann wird dein Kopf fixiert. Also legst dich da hin. Da ist schon so eine kleine Ablage, sag ich mal, wo dein Kopf auf jeden Fall reinkommt. Und dann so Schaumstoff an deinen Kopf, dass du den gar nicht mehr bewegen kannst. Also wirklich gar nicht? Gar nicht. Oh. Und da war schon bei mir so, okay, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Da warst du noch nicht drin. Da war ich noch nicht drin. Und liegt dann halt so, dann meint er so, hier ist so kriegst du einen Notfallball, den du drücken kannst, wenn es gar nicht mehr geht. Weil ansonsten... Digga, wenn es einen Notfallball gibt, dann ist das schon wirklich nicht geil. Wo der meinte, ja, drück den, wenn es gar nicht mehr geht, dann holen wir dich raus. Hast du instant gedrückt? Ich, so, diese Liege bewegt sich so einen Millimeter, Alex. So, Notfallball, Notfallball, drücken! Ich war ein paar Mal kurz davor. Weil ehrlich, so schlimm? Es ist wie viel Platz hast du denn in dem Ding? Genau, das kommt nämlich jetzt. Du bist jetzt, ja jetzt auch nicht so schmal. Genau, das ist nämlich das Ding, weil der hat mich erster Versuch reinfahren
Und ich bin nicht reingekommen. Sind das so die Schultern an das Ding oder was? Meine Ellenbogen, weil ich lag da so drin, meine Ellenbogen sind erstmal nicht reingekommen. Hab dann meine Ellenbogen irgendwie so an meinen Rücken gedrückt. Also so komplett in den Latt Körper rein. Dran. Ja. Mhm. Und selbst dann, ich habe die komplette Röhre vollgeschwitzt. Meine Ellenbogen. Lecker. Viel Spaß an den Nächsten, der ja. da rein durfte. Mhm. Lagen komplett an der Röhre dran. Nach oben hin, so gefühlt ist hier. Ehrlich? Also, so eine Handbreit? Vom Gefühl her, ich kann dir nicht sagen. Ja. Also ich könnte auf jeden Fall... Er konnte sich ja nicht bewegen zum Besten. Ja, genau. Du guckst so an die Decke, die gefühlt eine Handbreite weg von dir ist. Und ich habe irgendwann die Augen zugemacht, ja, weil ansonsten ging es nicht mehr. Ich hätte so eine Traumreise gemacht. Wir laufen an einem Strand entlang. Die Sonne scheint uns ins Gesicht. Am Anfang war ich komplett paranoid. Also es war... Das ist nicht schlimm. Es ist wirklich nichts Schlimmes. Ja, du liegst aber du halt machst einfach halt, in einem sehr engen Raum. Genau, aber also Klaustrophobie-Leute, glaube ich, können das gar nicht. Und für mich war das wirklich in dem Moment so gar kein Bock mehr. Aber wirklich so dieses... Du machst ja halt selbst Panik, obwohl es gar keinen Sinn macht. Und da das ist aber halt noch alles ruhig? Da ist noch alles ruhig und dann fängt es irgendwann an mit diesen krassen, mit diesen ganzen Lauten. Ja. Und ich lieg da drin, dann, ich wusste, ich darf meinen Oberkörper nicht bewegen, weil wird ja gemacht. Ja. Und deswegen habe ich so aus Reflex, habe ich meine Beine bewegt, ja. Also so Stressabbau. Und irgendwann hat es aufgehört und dann kommt nur so, ja, sie dürfen sich wirklich gar nicht bewegen. Und ich so, ach fuck ey, es fängt alles nochmal von vorne an oder was? Hast du mit den Augen gewackelt oder was? Hoch runter. Ja, irgendwann habe ich angefangen, die Augen zuzumachen. Ja. Und mir im Kopf aus diesen Rattergeräuschen von dem Gerät so Beats zu bauen. Weißt du, so einfach so weitergeführt, einfach nur irgendwie abzulenken. Ja. Und ich weiß nicht genau, was das für Wellen sind. Auf jeden Fall haben wir irgendwann auch angefangen, meine Muskeln zu zucken. Also, kennst du dieses Muskelzucken, was auf einmal so aufkommt? Wie meinst du? Nee. Also, das einfach so richtig random Muskel zuckt. Ach so, du meinst, du sitzt so und auf einmal machst du so einen... Ja, genau, zum Beispiel. Ja, oder dein Arm macht so. Ja, zack. Und auf einmal hat zum Beispiel meine Brust einfach so Brustmuskel hat gezuckt. Ja. Ich dachte so, was geht denn jetzt ab? Also ich war wirklich so froh, als ich gemerkt habe... Wie lange hat es gedauert? 15, 20 Minuten. Also wirklich oder gefühlt für dich? Nee, er hat wirklich am Anfang gesagt, es dauert so 15, 20 Minuten. Oh, kommt dir doch da drinnen vor wie eine Stunde, ja. oder? Und nach 5 Minuten war er erstmal so, sie dürfen sich nicht bewegen, deswegen hat nochmal alles von neu angefangen. Oh. Und nach 12 Minuten wieder einmal gezuckt. Nochmal! Und ich kam da raus und dachte so, boah, Gott bless. Das war wirklich echt nicht geil. Hast du wenigstens was gebracht? Ja, ich muss noch einen Nachfolgetermin machen. Ja. Nochmal beim Arzt. Beim Orthopäden, ja, ja. Okay. Ja. Aber ich bin echt froh, dass ich das hinter mir habe. Also, würde ich nicht nochmal machen wollen, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre. Bin ich ehrlich. Aber es war echt nicht so geil. Zum Glück hast du es hinter dir. Ja. The only way out is through. Aber du kommst ja auch so dumm vor, weil du Panik machst, obwohl es passiert. Du weißt natürlich, du liegst einfach nur kurz da drin, da sind ein paar Geräusche, dann gehst du wieder raus. Ist das, aber hinten ist ja offen. Also, hattest du das Gefühl, du könntest dich selbst befreien? Nein. Oh. Ja, dann würde ich das auch nicht mögen. Ich hatte so vom Gefühl, weil dadurch, dass dein Kopf ja fixiert ist, und vom Gefühl her wäre gewesen, ich wäre zu fett dafür, von der Liege irgendwie nach draußen zu kommen. Also dieses Rausrobben wäre schon gar nicht möglich gewesen. Ja. Boah, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch Stress schieben. Kriegen die mich da überhaupt rein? Boah, so von der Länge oder guckt mein halber Körper unten raus? Wahrscheinlich, ja. Kommt halt darauf an, was halt gemacht wird. Ich weiß halt, ja, dann muss hoffentlich was an den Füßen gemacht werden, weil dann darf mein Kopf draußen bleiben. Das wäre gut, dann komm ich andersrum auf die Liege. Das wäre mir persönlich auch echt lieber gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn du wenigstens so ein bisschen im Raum rumgucken kannst. So ich glaube, das wäre für mich völlig fein gewesen. Ja, dann würde es mich, glaube ich, auch nicht jucken. Ja. Ah, scheiße. Ja, hoffen wir, dass es wenigstens was gemacht hat. Ja, ich hoffe auch. Sagt, da ist das Problem so und so behoben. Zack. Ja. Daumen sind gedrückt. Eieieiei. Next point. Hoffentlich ein schönerer. Wie war denn dein Weihnachtsfest, Alex? Man muss dazu sagen, wir haben einiges abzuhaken. Ne? Wir haben lange nicht mehr gequatscht. Weihnachten war eigentlich wie jedes Jahr super entspannt. Also bei uns ist ja wirklich immer enger Familienkreis. An Heiligabend ganz entspannt gegessen, Bescherung, noch ein bisschen gespielt. Also wirklich super entspannt. Am 25. War ich bei meiner Freundin.
haben da auch, enger Familienkreis, auch gegessen, gequatscht, noch ein bisschen was gespielt. Um 26 waren wir noch essen gewesen. In der alten Schmiede in Seligenstadt. Geil. Und da waren wir schon letztes Jahr und zwar richtig gut. Und dieses Jahr, was war? Also es ist wirklich ja, alte sehr, Schmiede, Seligenstadt, big shoutout, ey. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr irgendwo aus der Nähe von Seligenstadt kommt, geht da mal hin. Kostet ein bisschen mehr, aber ist auch sehr geil. Kostet auf jeden Fall ein bisschen mehr, aber... Also ist jetzt nicht so ultra Luxus, du bezahlst 300 Euro für einmal essen gehen, aber für ein normales Gericht. Also ja, ich glaube, pro Kopf musst du schon so 35 Euro insgesamt einplanen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn du normal essen gehst, Weihnachten, oder dieses Weihnachtsmenü war eh nochmal ein bisschen teurer. Ja, klar. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also war sehr, sehr schön gewesen. Ja, an Weihnachten kann man sich sowas mal gönnen. Genau, auch wieder mit Family, mit Freunden komplett. Also war sehr, sehr schön. Sehr entspannte Weihnachten bei mir wieder. Nice. Wie sah es bei dir aus? Am 24. sind wir zur Family von der Freundin gefahren. Das heißt hoch nach Hamburg. Ist es dein erstes Weihnachten, wo du dann nicht bei deiner Family warst? Warte. Okay. Ich bin am 23. hochgefahren. Am 24. waren wir frühstücken. Weil bei der Family von meiner Freundin ist das so ein Vormittagsding. Ah, okay. Weil ihre Eltern irgendwann gesagt haben, naja, entweder wir machen einfach ein Frühstück, wo dann alle kommen, oder wir machen Abendessen und nach sagt ihr alle, ja, aber ich bin da und ich bin da und ich bin da. Übel smart, übel gut für uns, weil aber das auch noch hieß... Nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht, aber ich find's saugeil und es war auch richtig schön. Also kompletter Tisch voll mit Essen, richtig schön gefrühstückt. Danach kam noch der Weihnachtsmann, weil die Schwester von meiner Freundin hat ja schon zwei Kleine. Auch richtig süß. Und ja, dann gab es noch Bescherung mit dem Weihnachtsmann. Und kam wirklich ein Weihnachtsmann? Also hat sich jemand verkleidet? Weihnachtsmann, ja. Der Nachbar geil. War Weihnachtsmann. Ah, wie geil. Richtig geil. Und dann sind wir losgedüst zu meinen Eltern. Und wir sind absolut geil durchgekommen. Ach krass, ja. Autobahn war komplett frei, weil es war ja ein Sonntag. Das heißt, durften schon mal keine LKWs fahren. Ja. Es war Heiligabend. Wo eh die meisten eigentlich schon bei ihrer Family sind. Ja. Und das heißt, wir konnten richtig, ich glaube, ich habe von 5 Stunden, habe ich 1 Stunde fast rausgefahren. Wir waren in 4 Stunden von Hamburg in Frankfurt. Crazy. Ja. Und ich bin nicht gerast, ne? Also einfach auf die Autobahn, 130, 150, Tempomat immer drinne und laufen gelassen. Ganz entspannt. Das ist wirklich so, so ein, also hast du sonst nie. Ich glaube, ich hatte teilweise 150 Kilometer lang nicht mal einen Fuß an den Pedalen, weil Tempomat. Krass. Ja, also war wirklich richtig, richtig geil. So, und dann waren wir bei meiner Family, wieder klassisches Abendessen, klassische Bescherung, wunderschön. Dann sind wir auch, eigentlich wollten wir danach noch Pfeife rauchen, aber wir saßen dann so lange bei meinen Eltern, sind wir nicht mehr weggegangen. Achso, ja, ich glaube, wir waren am 24. Mal noch um mehrere gewesen. Ja, ich habe deine Story gesehen. Wir wollten eigentlich noch einen Kopf mit Vivi rauchen, aber wir waren dann zu spät und dann haben wir gesagt, machen wir mal anders. Ja, das war das Gute, mein Bruder ist schon vorher ins Umera gegangen. Mhm. Und da konnte ich dann fragen, wie voll es ist, weil Weihnachten, Umera, weißt du selber, ist sehr, sehr häufig sehr voll. Ich frage ihn so, er meint so, ja, ist okay, voll. Geht auf jeden Fall, ist noch ein Platz frei. Habe ich meiner Freundin geschrieben, Chris meint, ist okay, können auf jeden Fall ins Umera gehen. Wir kommen da an, brechend voll. Scheiße. Und ich gucke erstmal meinen Bruder so richtig abgefuckt an, so nach dem Motto, ist es jetzt dein Ernst? Für geht so voll. Ich glaube, du bist geht so voll. Wir sind dann hinten zu Immut gegangen, da hat er gemeint, hier, die gehen eh gleich, passt alles. Ja. Zum Glück. Aber dann, Lucky, ja. Ja, 25. war dann leider nicht mehr so geil. Also hat gut angefangen. Ach, stimmt, du. Ja, ja. Irgendwie habe ich an Weihnachten leider sehr oft Magen-Darm. Also die Kleinen von der Schwester von meiner Freundin hatten vorher eine Erkältung. Und Kindererkältungen sind anscheinend das Kryptonit für Erwachsene. Von 9 Leuten, die beim Weihnachtsfrühstück dabei waren, hatten 7 Leute danach Magen-Darm. Nein. Nur der Papa von meiner Freundin und meine Freundin hatten nichts. Und das heißt, also 25. Wir waren mittags nochmal Reste essen bei meinen Eltern, weil so viel übrig geblieben ist. Dann haben wir noch ein bisschen da gechillt, dann sind wir heimgefahren, haben uns noch Crepe gemacht, haben uns auf die Couch gesetzt und wollten Weihnachtsfilme gucken. Mhm. Also heißt bei uns Kevin allein daheim. Ja. Zu Hause? Zu Hause. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann schon gemerkt, so, oh, der Magen, ich glaube, wir müssen da mal Pause drücken. Und dann saß ich eine Dreiviertelstunde auf der Toilette. Dann war ich danach schon so am Arsch, dass ich mich ins Bett gelegt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, das will jetzt auch noch auf anderen Wegen raus. Habe ich meiner Freundin noch geschrieben, bring mir bitte einen Eimer. Der Eimer kam zu spät. Ich bin also irgendwann aus dem Bett aufgesprungen, bin ins Bad gerannt, wollte zur Toilette, hab's nicht geschafft, hab mich ins Waschbecken übergeben. Oh. Dann habe ich mir da noch eine halbe Stunde die Seele aus dem Leib gekotzt. Der gute Crepe. Ja, alles wieder raus.
Ich konnte chronologisch zurückverfolgen, was ich gegessen habe. Also erst kam der Crepe und dann kam noch das Mittagessen. Und irgendwann kam nur noch Magensäure. Scheiße. Ja, dann hatte ich das nächste Problem. Also ich hoffe, ihr seid ekelresistent. Das wird kurz sehr ekelhaft. Ich wollte gerade sagen, von leckerem Avocado jetzt hierher. Meine Freundin hat wunderschöne lange Haare. Es gibt nur ein Problem mit diesen Haaren. Die setzen sich sehr gerne in einem Abfluss fest. Ja. Und das heißt, mein Abfluss vom Waschbecken war full. Und für Wasser war das anscheinend kein großes Problem. Aber in dem Moment, wo da noch was anderes dazu kam, ist das Ganze nicht mehr abgeflossen. Also saß ich erst eine halbe, dreiviertel Stunde auf Toilette. Dann habe ich eine dreiviertel Stunde im Bett gelitten. Dann habe ich mich eine halbe Stunde übergeben und dann stehe ich vor einem vollgekotzten Waschbecken. Dann habe ich mit meiner Hand versucht, das da reinzudrücken. Das hat aber nicht funktioniert. Also habe ich den Eimer genommen, den hatte ich in der Zwischenzeit dann, habe den unter den Siphon gestellt und wollte den Siphon abmachen, um den sauber zu machen. Bin aber aufs nächste Problem gestoßen. Der Siphon war schon so alt und zerfressen, dass der mir beim Versuch, den abzuschrauben, einfach gebrochen ist. Dann kam mir also das ganze Zeug aus dem Waschbecken entgegen. Irgendwann war der Eimer voll, dann habe ich schnell versucht, den auszuleeren. Dabei ist natürlich ein bisschen was auf den Boden gekommen. Das heißt, ich habe dann den Siphon abgemacht, also sagen, nennen wir es abmontiert, aka weggebrochen, und habe dann noch den Boden notdürftig sauber gemacht. Habe mir den Eimer genommen, nachdem ich irgendwie eine Stunde dann mittlerweile im Bad war, und habe mich dann mit dem Eimer wieder ins Bett gelegt. Da haben mir meine Freundin Tee gebracht und alles, aber alles, egal was. Ne, Wasser trinken, halbe Stunde später, Aquaknarre. Mhm. Direkt alles wieder raus mit Wucht, mit Hass kam mir das entgegen. Und dann stand ich am nächsten Tag so neben mir, Alex, das war abnormal. Wir hatten noch Seven vs. Wild fertig geguckt. Wir haben Folge 16 geguckt. Bei der ersten Runde bin ich eingeschlafen. Ach krass. Hat meine Freundin gesagt, willst du es nochmal gucken? Ja, ich will es nochmal gucken. Dann haben wir es ein zweites Mal geguckt. Und am nächsten Tag sagt meine Freundin, und was sagst du denn jetzt zum Finale? Und ich so, die müssen wir doch noch gucken. Sie so, wir haben doch gestern zweimal Folge 16 geguckt. Ich so, nee, haben wir nicht. Lüge. Ich wusste nichts mehr von der Folge. Ich hatte keine Erinnerung. Oh, ich hatte einen Filmriss. Und ich war wach. Ich hatte einen kompletten Filmriss. Ich hatte keine Erinnerung mehr an diese Folge. Da hat meine Freundin gesagt, ich gehe am PC, guck du dir einfach jetzt zum dritten Mal die scheiß 16. Folge an. Ich habe keinen Bock mehr. Nachvollziehbar. Ja. Und dann habe ich die geguckt und stellenweise kam die mir auch ein bisschen bekannt vor, muss ich sagen. Es kam aber wieder was zurück, meinst ja, du? Ja. Also ich wusste dann, okay, es gab wohl mal eine Erinnerung daran. Ja. Ja, dann habe ich sie nochmal geguckt. War eine gute Folge. Kann man dreimal gucken. Big Shoutout. Ja. Aber auf den Inhalt gehen wir demnächst irgendwann mal ein. Ja. Da reden wir nochmal kurz über Seven in the Wilds. Ich würde sagen, einfach aus dem Grund, weil es auf YouTube noch nicht komplett online ist und ich bin erst bei Folge 13. Ja. Ja, wir wollen ja auch niemanden spoilern, aber in dem Moment, wo das dann eine Woche online ist, kann man, glaube ich, mal drüber reden. Ja, das war mal Weihnachten. Dann kam Silvester. Ja. Was ging an Silvester? Ebenfalls sehr entspannt. Nichts gemacht, zu Hause gechillt, bisschen Pfeife geraucht, ganz entspannt. Ja, um 0 Uhr draußen kurz hingestellt, bisschen Feuerwerk geguckt. Also wirklich gar nichts Besonderes. Aber ich habe gesehen, bei dir war einiges los. Wir haben genau hier gefeiert. Also wir nehmen die Folge ja wie immer im Studio auf. Und wir haben ein bisschen umgebaut. Wir haben mit zwei Bierzeltgarnituren rein. Und dann haben wir mit 16 Leuten hier Silvester gefeiert. Krass. Ja. Da waren auch ein paar wilde Storys dabei auf jeden Fall. Ja, es war wild. Aber es war sehr geil. Und wir hatten auch einen Hundi dabei und für den Hundi war das perfekt. Ne? Wir sind ja im Industriegebiet und draußen war nichts. Ja, wir waren, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde draußen. Wir standen nonstop auf der Straße. Kein Auto, keine anderen Leute. Wir hatten auch nur so ein bisschen Lichtfeuerwerk. Also nichts, was irgendwie Krach macht, explodiert oder sonst was. Auch allein dem Hund zuliebe. Ne? Ja, und dann haben wir noch ein paar schöne Fotos draußen gemacht und dann sind wir wieder rein und dann ging es weiter. Ja, perfekt. Ja. Ja. War cool. Super. Und ich muss sagen, ich hätte erst gedacht, dass das absolut Krise wird mit 16 Leuten. Hätte ich am Anfang auch gedacht. Da hätten noch ein paar mehr reingepasst. Also ich glaube, Kapazität ist so 20. Krass. Ja, also es ging echt erstaunlich klar. Also man musste sich halt manchmal irgendwo ein bisschen durchwuseln so, aber also es war absolut in Ordnung. Vom Platz her war top. Ja, sehr cool. Ja, und dann ging es los mit dem neuen Jahr. Und seitdem bin ich basically nur am Arbeiten. Ja, ja, das ist Marvin. Ja. Wirklich nur. Was haben wir denn jetzt nicht so auf unserer Liste? Oh, ich habe noch eine gute Anekdote. Ja. Auf unserer Liste steht Shisha-Bar to Krankenhaus. Ja, wir haben, müsst vorstellen, wir haben die Liste vorhin gemacht und ich gucke dann irgendwann so rein. Und ich so, Shisha-Bar zu Krankenhaus, was willst du mir da erzählen, Marvin? Ich
habe nur im Kopf, dass du irgendeine Story gepostet hast dazu, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe mal eine Story nachts aus der Notaufnahme gepostet. Genau. Also erstmal, es geht nicht um mich, es geht um jemand anderen. Die Person lassen wir aber anonym. Mhm. Auf jeden Fall waren wir mit einer Gruppe im Omera und dann, die Person geht eigentlich jedes Mal, wenn wir im Omera sind, mal kurz irgendwann zwischendrin raus. Das heißt, es war nichts, worüber wir uns groß Gedanken gemacht haben. Ich war tatsächlich in der Zwischenzeit sogar noch mit jemandem draußen, der ein Foto machen wollte. War das der Abend, wo Mo und ich auch noch ins Omera kamen? Nee. Okay. Das war der Geburtstag von Dennis. Ah, okay. Ja, das war ein anderer Abend. Ja, also ist dann raus, die Person. Und ich war gerade draußen und habe halt gesehen, oh, setz dich da kurz hin, schnappt frische Luft, ne, alles wie gewohnt, ne, wie immer. Ja. Also bin ich dann noch wieder rein und irgendwann ist die Person dann wieder reingekommen mit einem blutigen Gesicht. Und wirklich kreidebleich und komplett am Ende. Und dann reingekommen, hingesetzt, Kreislauf komplett weg. Komplett weg, da ging gar nichts mehr. Also so hart, dass Bewusstlosigkeit da war. Scheiß. Ja. Und halt wirklich beim Reinkommen, wir haben es jetzt gar nicht gerafft, ne, läuft so an mir vorbei, ich gucke irgendwann hoch, gucke in dieses Gesicht und sehe überall nur Blut. Ist da draußen schon hingefallen? Also ja, okay. Saß draußen auf der Treppe, wollte wieder aufstehen und in dem Moment kreist du auch gesagt, nope. Scheiße. Und ist einfach mit dem Gesicht auf den Boden aufgeschlagen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall in die Notaufnahme, weil, also wir sind dann erst wieder raus, weil wir dachten, frische Luft ist am besten, haben noch Wasser und Eistee mitgenommen, weil wir dachten, ein bisschen Zucker für den Kreislauf und so. Übrigens, ich weiß nicht, wie die Person heißt, aber es war ein Mädel im Omera, die hatte irgendwas mit sowas zu tun. Ich weiß nicht, was die war. Mhm. Irgendwas, Arzthelfer, Arzt, irgendwie sowas in die Richtung. Shoutout, ich würde dir auch gerne noch irgendeine Kleinigkeit zukommen lassen. Also falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt oder die Person kennt, sag gerne mal Bescheid, weil die war so unglaublich lieb und hat sofort geholfen, ist direkt aufgesprungen, zu der Person hingegangen, wir müssen Füße hoch machen, wir müssen so und so und das und das alles so lieb und fürsorglich. Ja, das ist mega. Absoluter Shoutout. Wie gesagt, ich habe leider nicht mehr das Bild von ihr im Kopf. Also ich glaube, ich würde sie jetzt nicht unbedingt erkennen. Aber wirklich 10 von 10, die Hilfe war stark. Einfach stark, wenn man sowas macht und wenn man das kann und wenn man das dann in so einer Situation auch so nett direkt zur Verfügung stellt, das Wissen, geisteskrank. Ja, auf jeden Fall sind wir dann raus an die frische Luft und dann, es hat immer noch ein bisschen geblutet, aber es war halt dunkel und blutig und wir haben es nicht gesehen. Mhm. Dann haben wir im Handylicht und abgetupft und so und dann haben wir gesehen, da war sogar ein Cut am Kinn. Dann haben wir gesagt, nee, also erst war so, fahren wir in die Notaufnahme, fahren wir nicht in die Notaufnahme. Ich habe sowas schon ein paar Mal erlebt. Bessert sich's wieder und habe halt gesagt, frische Luft, bisschen Zucker, was trinken, vielleicht eine Kleinigkeit essen, erst dann fängt klarkommen. Sich das in einer halben Stunde meistens. Aber als wir den Cut dann gesehen haben, war klar, okay, wir müssen ins Krankenhaus. Die Partnerin der Person war auch dabei, die konnte dann aber nicht mehr fahren, weil die selbst total durch den Wind war natürlich. Mhm. Habe ich gesagt, komm, ab in mein Auto, wir fahren mit hin, egal, kriegen wir schon hin. Rest gucken wir später, ist ja egal. Ja, dann sind wir in die Notaufnahme gefahren und war wohl, also am Ende ist nichts rausgekommen, ne? Es war wirklich einfach wahrscheinlich viel wenig gegessen, zu wenig getrunken, zu viel Stress. Also keine Kohlenmonoxidvergiftung. Naja, wahrscheinlich war das der letzte ausschlaggebende Punkt, aber halt nur einer von vielen. Okay. Und ich meine, es waren ja an dem Abend viele Leute im Omera und keiner hatte Probleme. Also da kam wahrscheinlich einfach viel zusammen und das hat dafür gesorgt, am Ende war es einfach zu viel. Also vielleicht wäre es ohne Shisha-Bar nicht passiert, aber es ist nicht die Schuld von der Shisha-Bar. Okay. Ja. Ja, wurde genäht, wurde überprüft, am Ende alles gut. Ja, hat jetzt eine Narbe am Kinn. Krass. Ja. Also aber so schnell kann gehen. Also Shoutout an euch, wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr gestresst seid, wenn ihr sowieso irgendwas habt, passt da auf. Genug frische Luft, trinken, essen. Und wenn es euch nicht gut geht, dann geht nicht irgendwo hin, wo es nochmal eine zusätzliche Belastung für den Körper gibt. Und das ist in der Shisha-Bar halt so. Ja, hätte auf jeden Fall noch schlimmer enden können. Safe. Ne? Wenn 100%. Du da mit dem Kopf scheiße aufkommst. Wer weiß, er hätte auch sein können, dass wir uns nach einer halben Stunde fragen, oh, heute aber lange spazieren, dann gehen wir raus und liegt da immer noch bewusstlos oder ist mit dem Kopf ganz blöd aufgekommen, fällt vorhin auf, ich würde es gar nicht, ist egal, ist alles gut gegangen. Ist alles gut gegangen und... Ja. Aber passt da ein bisschen auf, das kann wirklich schneller in die Hose gehen, als einem lieb ist. Und auch nochmal an alle, weil ich es ja auch schon ein paar Mal mitbekommen habe, gerade im Omera, weil die Leute halt denken so, ich will mal unbedingt Tangiers pur rauchen im Meerlochkopf. Wenn es euch nicht gut geht oder es wirklich zu stark oder ist oder ihr das allgemein noch nicht gewohnt seid. Genau, dann stresst euch nicht oder zwingt euch nicht, irgendwas zu konsumieren, was eurem Körper
merkbar nicht gut tut, geht an die frische Luft und fertig. Aber habt es ja auch schon ein paar mitbekommen, wo dann Leute wirklich kreidebleich irgendwie rausgegangen sind oder bei Summer Smoke, dass die Leute wegen der Hitze plus Pfeife einfach umgekippt sind. So, das geht viel zu schnell und passt da wirklich auf euch auf. Ich war ja im Sommer noch auf dem Japan-Festival und da ist auch einer umgerasselt, ne? Und das hatte jetzt gar nichts mit Pfeife zu tun, aber es war wohl die Kombination aus warm und Co. Körperliche Belastung. Und der saß auf der Bank und ist einfach nach hinten umgekippt. Mit der ganzen Bank und ist mit dem Kopf halt gegen die andere Bank und hatte dann auch eine fette Platzwunde am Kopf und war auch erstmal komplett weg. Wir haben es gar nicht gerafft, ne? Der ist umgefallen und ich dachte halt, oh, der bleibt halt noch kurz liegen. Der war kurz bewusstlos. Und dann haben wir den, das war halt auch ein Bär an Mann, ja. Den haben wir mit drei Mann da hochgehoben, dass wir den wieder auf die Beine, beziehungsweise auf den Popo, auf die nächste Bank gekriegt haben. Scheiße. Ja, also Freunde, passt auf euch auf. Das ist alles, was wir sagen wollen. Yes. Passt auf euch auf und passt auf andere Leute auf, ob ihr die kennt oder nicht. Weil ne, das Mädel im Omera, das war wirklich Gold wert, dass sie da direkt gesagt hat, ich spring auf, ich helfe. Ja. Ich habe den nächsten Stichpunkt auf unserer Liste gerade gesehen. Ich auch. Und ich will schon schreiend wegrennen. Ja, ich bin auf deinen Take gespannt, weil... Gib mir doch erstmal deinen Take. Also es geht um das Thema Threads. Genau. Und der neue Twitter-Konkurrent von Meta. Genau, und wir hatten das ja mal in einer früheren Folge schon angesprochen, als das in den USA gelauncht wurde und es klar war, dass es noch nicht in Deutschland gibt. So, und irgendwann habe ich bei Instagram gesehen, okay, gibt es jetzt anscheinend auch in Deutschland, kann draufgehen, kann meine App runterladen, fertig. Und ich muss sagen, die erste Woche auf Threads fand ich wirklich echt cool. Ich fand die App nice, ich fand so die Interaktion nice. Ich bin noch nicht so ganz drauf klargekommen, wie der Algorithmus davon funktioniert, aber war für mich fein. Man muss dazu sagen, ich bin gar kein Twitter-User. Also ich habe keine Ahnung von Twitter. Und am Anfang dachte ich so, ja, ist doch eigentlich eine ganz coole Sache. So ein bisschen so... auch so vom Posting-Verhalten, so du kannst ein bisschen mehr posten, so ein bisschen, du postest das, was du vielleicht in der Story posten würdest, was nach 24 Stunden wieder weg ist, nur halt in Textform oder sowas. Ja. So, fand ich... Ja, man kann cool kleine Fragen stellen und so. Genau. Fand ich in der ersten Woche echt nice und jetzt so, umso öfter ich in letzter Zeit auf Threads gehe, umso mehr denke ich mir, was ist mit den Leuten falsch? 100%. So, was sind das für Menschen? Ja. Und ich habe einfach... Die Kultur von Threads ist von einem initialen Hype und von einem coolen Miteinander so schnell, so toxisch geworden, also dass ich es nicht mehr benutze. Ich muss ja sagen, ich habe das mitbekommen, dass Twitter anscheinend extrem toxisch ist oder schon immer eher so eine toxische Plattform war. Und war dann so, okay, Threads sieht eigentlich ganz cool aus. Aber und... An dem Punkt, wo ich dachte, so, was ist mit dem Menschen los, dass ich einfach nur meine For You-Page ist einfach kaputt. So, dass ich einfach nur so Scheiße angezeigt bekomme, warum auch immer. Hab ich mich auch gefragt. Aber wenn ich das jetzt höre von denen, denke ich mir so, die App ist ja wirklich einfach am Arsch. Ja. Also wir können ja nach der Folge nochmal ein bisschen unsere For You-Page, ja. Heißt das überhaupt For You? Ich weiß es nicht, aber ich nenne es einfach. Keine Ahnung, diese Recommended-Page halt, ne? Also diese Standard-Algorithmus-Seite. Ich war am Anfang genauso wie du bei Threads. Ich fand's richtig geil. Ich fand es auch cool, dass jeder automatisch Threads hatte, der sich's runtergeladen hat, jeder, der einen Insta-Account hat, du musst nichts machen, bupp, du bist da, du bist ready, du kannst loslegen. Geil. Die Idee von Threads on Twitter finde ich auch geil. Es hat mich aber immer gestört, wie wenig Twitter halt in Deutschland genutzt wird. Und deswegen fand ich den Move von Meta halt geil, dass direkt so viele Leute damit reingeworfen werden. Fand ich wirklich killer. Und dann ging es los. Und das ging ja wirklich so schnell den Bach runter. Also ich habe wirklich das Gefühl, es gibt nur noch zwei Lager an Menschen auf Threads. Und zwar sind das einmal die toxischste Art von Feministen. Mhm. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin komplett für Gleichberechtigung, aber eben auch für Gleichberechtigung. Ich finde, niemand sollte in irgendeiner Art und Weise in irgendwas bevorteilt sein. Ja. Und ich habe das Gefühl, oft schießen da manche ein bisschen übers Ziel hinaus. Vielleicht das auch ein Überkompensieren. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Mhm. Aber nicht so, wie es auf Threads ist. Da gibt es nur Sachen... Irgendwelche Frauen, die gleichzeitig Onlyfans machen, dann aber. Ja, nee, for real. Ja, ich. Ja. Du klickst auf deren Profil, erst so oben drin Onlyfans. Ich weiß ja, was du meinst. Ich glaube, ich weiß auch, wo du hin willst. Und deswegen dann aber diese Aussagen, ja, der Kerl muss mindestens 1,90 sein, muss mindestens 200k im Monat machen
Und dann schreibt irgendein Mann, ja, aber ich mache keine 200k im Monat. Und dann wird der zu Tode gehatet, Digga. Aber umgekehrt darf ein Mann nicht mal ansatzweise sagen, ich hätte gerne eine schlanke Freundin. Bruder, du bist tot in dem Moment, wo du das sagst auf Threads. Du wirst gehängt von diesen Menschen. Wo ich mir denke, was ist das für eine realitätsverschobene Ansicht? Da wird, also egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, Person A, ist mir egal, wo man sich einordnet. Person A sagt, ich möchte von meinem Partner, dass er diese Kriterien erfüllt. Mhm. Ein anderer sagt, oh, ich hätte aber gerne diese Kriterien. Boah, wie kannst du so Ansprüche stellen? Wie kannst du sowas sagen, du? Also, weißt du? Im gleichen Atemzug muss ich sagen. Das ist so fucking realitätsfern, das, Digga. Das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Anscheinend ist das... Das ist jetzt ein Ding. Nee, jetzt stelle ich mich als Alter. Ist wahrscheinlich so ein Jugendding. Hast du schon mal was davor von Ick-Listen gehört? Ja. Kannte ich davor nicht. Und ich sehe das so meine Ick-Liste, wo irgendwie so 170 Punkte sind. Digga, es gibt so einen Typ auf TikTok, der sammelt die alle. Kennst du den? Yeah. Das ist so geil, Digga. Der ist, glaube ich, mittlerweile bei Punkt 398 von Dingen, die er nicht tun darf. Und dabei sind so Sachen wie leicht zu laut atmen. Und okay, ich höre auf, Entschuldigung, tut mir leid, dass ich atme. Und ich lese mir das durch und denke so, das muss doch einfach nur Satire sein. Das kann nicht ernst gemeint. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich... Ich kann mir einfach in meinem Kopf nicht vorstellen, dass die es ernst meinen. Ich verstehe zu 100%, was du und sagst. Und ich sitze dann da vor dieser App und denke so, was ist denn mit den Menschen los? Ja. Gestern habe ich eine Ick-Liste gesehen. Er trinkt Zero-Getränke. Ich denke so, was? Bitte was? Hä? Trinkst du Zero-Sachen, Alex? Boah, cringe, Digga. Uff. Denke so, Big Ick. Was zur Hölle? So am Anfang, das Nervigste, was war dieses, dass auf einmal wieder Follow for Follow cool geworden ist. Ja, auch, aber immer am Anfang von so Sachen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, genau, ist der Anfang so, scheiß drauf, die sind bald weg. Ja. Aber wenn ich mir jetzt so ansehe, was da abgeht, würde ich mir wünschen, dass einfach nur noch Follow for Follow-Dinger da sind. Ja. Das ist wirklich das kleinere Übel. Ja. An der Stelle folgt uns gerne auf Threads, wir folgen auch zurück. Ist ein Joke. Ich mach da nichts mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf die Plattform. Also mittlerweile ist es wirklich so, das ist für mich einfach so Fremdschämen-Belustigung teilweise. Ich gehe da noch einmal die Woche rein und guck, stell nach 5 Minuten fest, ist immer noch genau dieselbe Scheiße und bin wieder raus. Ich will nicht Teil dieser Kultur sein. Genau so was ist... Digga, ich stehe, auf was ich stehe und du darfst stehen, auf was du stehst. Wie realitätsfern das ist oder nicht, ist mir egal. Das ist dein Ding. Fertig. Aber genau so, also es sind auch so zwei Sachen, wo ich nicht checke, wo das herkommt. Einmal ist die Sache, dass Threads wird benutzt, als ob die Leute denken, das ist so ein Private Space, so ein Safe Space. Ich glaube, das ist einfach so dieses generelle Syndrom von... Aber was die da teilweise posten oder was diese Aussagen, die da teilweise getroppt werden, du stehst da und denkst dir so, was passiert hier gerade? Das kannst du doch nicht öffentlich posten. Ja. Und genauso im gleichen Atemzug, seit wann ist es ein Trend geworden, seinen Kontostand zu leaken? Ja, weiß ich auch nicht. Ich sehe das und denke so, warum ist das auf einmal ein Ding? Keine Ahnung. Also es ist einfach nur ein weird Flex. Ja, aber ich check's auch einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach so ein generelles Syndrom, dass die Grenzen, weißt du, es schaukelt sich halt konstant hoch. Einer fängt an und hat das mal geteilt, was vorher ein Tabu war und dann ziehen ein paar Leute mit und dann machen das nochmal welche und dann ziehen wieder welche mit und irgendwann schaukelt sich das so hoch und irgendwann verschwimmt diese Grenze von, was sollte ich wirklich auf Social Media teilen? Und was ist maybe privat? Ja. Aber ich weiß es auch zum Beispiel von mir, meine letzte Beziehung, die war ja teilweise schon auf Insta zu sehen. Ja. Und da habe ich aber auch für mich gesagt, will ich nicht mehr. Mhm. Mache ich nicht. Ich sage, ich habe eine Freundin, ich sage auch, was ich mit der mache und so. Ja. Aber wer das ist und was wir zusammen machen, das geht euch einen feuchten Scheiß an, Digga. Ja. Das ist meine Beziehung, nicht unsere. Ja, nein, aber ist ja so. Ja, ich aber da muss auch jeder für sich selbst lernen. Aber das ist der Punkt, an dem ich bin. Und das, was da auf Threads passiert, ist ja wirklich, also das ist ja Lichtjahre davon entfernt. Vor allem, ich habe immer gedacht, so dieses Verschwimmen von Privat und was du auf Social Media postest, ist eher so ein Syndrom von Influencern, weil du halt irgendwann damit verschwimmst. Aber das sind ja teilweise wirklich Privatpersonen, die da Sachen posten, wo ich mir denke... Ja, aber die kriegen das halt genau von anderen Content-Creatern und so, kriegen die das halt vorgelebt, ne? Und dann denken die, das ist das normal auf Social Media.
Und bei uns ist das ja eher ein Nebeneffekt, der einfach mit der Zeit kommt. Es wird immer normaler, Sachen auf Social Media zu teilen. Und du musst dich halt die ganze Zeit selbst überprüfen, ist das wirklich was für Social Media oder ist es das nicht? Ja, kann ich das, also ist das für mich fein, wenn das, also ich stelle mir halt immer vor, wenn ich das jetzt poste, kann das jede Person, die auf der Welt lebt, theoretisch sehen. Und danach gehe ich meistens, was ich poste oder was ich nicht poste. Und dann siehst du halt Sachen auf Threads, wo du denkst, so, wenn das dein Arbeitgeber zum Beispiel siehst, dann bist du doch komplett am Arsch. Also, ja, natürlich, aber das sind halt so, kannst du mir auch den Quelle kopieren, bitte? Dankeschön. Aber es sind halt einfach so Sachen, wo ich null Verständnis für habe. Same. Also, es ist einfach, für mich ist es wirklich einfach geisteskrank traurig, wie schnell Threads vor die Hunde gegangen ist. Wie gesagt, so wie die Plattform im Moment ist, möchte ich nicht Teil davon sein. Ich hatte noch die Hoffnung, dass sich da maybe was tut. Aber irgendwie, also mit jeder Woche sinkt diese Hoffnung wirklich extrem. Ja, ist leider so, ne? Ich finde das Prinzip eigentlich super nice. Ich finde es cool, wie es Meta gemacht hat. Es war einfach super easy access für alle Leute, die damit noch nichts am Hut hatten. Man hätte da richtig viele Leute mit auf eine neue Plattform nehmen können, die wirklich cool war. Und das ist so schnell vor die Hunde gegangen und es ist nur noch Hass und es ist nur noch gegenseitig runterreden. Und eine Sache, die ich mir jetzt seit längerem vornehme für mich selbst, ist weniger über andere Leute urteilen. Du weißt nicht, was bei denen los ist. Du weißt nicht immer, wie Sachen gemeint sind. Auf Social Media wird so viel, so oft aus dem Kontext gerissen. Leute regen sich dann drüber auf, kennen aber wirklich nur einen Bruchteil der Wahrheit. Und wie manche Leute über andere Leute reden, die sie weder kennen, noch irgendwann mal live gesehen haben und Co., geht mir einfach nur noch auf den Sack. Ich will damit, ich erwische mich ja auch manchmal, dass ich dann irgendwie in sowas abdrifte, ne? Ich versuche mich dann aber wieder zu fangen und da wieder rauszukommen. Es passiert leider. Kann ich nicht zu 100% verhindern, zumindest noch nicht. Aber ich will nicht Teil von dieser Kultur sein, Digga. Ich will meine Pfeife rauchen, ich will mit anderen Leuten über Pfeife reden. Manchmal kommt man natürlich auch auf andere Themen. Das ist für mich Shisha-Rauchen. Das ist das, worauf ich mich konzentrieren will. Ich will einfach eine gute Zeit mit den Leuten haben. Ja. Du hast nur so und so viele Jahre hier. Du hast sie nur einmal. Ich habe keinen Bock, das mit Negativität zu verbringen. Jetzt bin ich schon so ein... Aber weißt du, was ich meine? Ich habe einfach keinen Bock auf dieses ganze Hate und es geht mir einfach auf den Sack. Ich finde es so schade, dass die App halt direkt vor die Hunde gegangen ist. Ja, same. Also die größte Angst, die ich am Anfang hatte, war eigentlich, dass das einfach in ein paar Wochen keiner mehr nutzt. Ja. Aber mittlerweile ist wirklich... Turns out, es wird deutlich zu viel genutzt. Genau, das ist nämlich genau das andere Extrem, wo es ausgeschlagen ist und es ist einfach noch schlimmer. So lieber wäre mir, wenn da einfach keiner was postet und du kannst ein bisschen dein Shisha-Stuff machen, so ein paar coole Leute und fertig. Ja. Tja, schade. Mal gucken, ob es sich irgendwann ändert, aber ich sag dir, wie es ist. Ich habe da absolut keine Hoffnung. Aktuell für Threads. Ich glaube, das Ding ist für mich durch. Leider. Ja. Speaking of neue Social Media Plattformen, ich würde einmal ungenierte Werbung machen. Dann mach ungenierte Werbung. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wo immer alle Updates reinkommen. Komm in die Gruppe. Es gibt aber leider kein Porsche Cayman S. Muss ich euch enttäuschen. Fehlt mir das Geld für. Ich kann mir ja selbst mein Traumauto und Porsche nicht leisten. Wie soll ich denn dann einen verschenken? Ja, wäre schon nett für die Community. Ja, schon, aber ich kann mir ja nicht mal einen kaufen. Ob ich den verschenke oder selbst fahren will, ist ja noch gar nicht die Debatte. Geht nicht. Ja, mein Gott. Ja. Hilft nur eins, da müssen 3 Millionen Leute in die WhatsApp-Gruppe, dann können wir über einen Porsche reden. Ja, also bei 3 Millionen wir reden über einen Porsche. Mehr nicht. Nee, aber im Ernst, also falls ihr da dauerhaft up-to-date bleiben wollt, falls irgendeine Plattform irgendwann vor die Hunde geht, WhatsApp wird es wahrscheinlich nicht sein. Also davor geht, glaube ich, eher Twitter runter und YouTube runter und Insta runter. Aber ich glaube, WhatsApp bleibt einfach bestehen. Ja. Das ist so geisteskrank bei jedem integriert. Also falls ihr da Bock drauf habt, da kommen immer Updates. Wir lassen uns da noch ein paar andere coole kleine Sachen einfallen für die Gruppe. Ja, wollte ich auch mal sagen. Hast du auch schon eine WhatsApp-Gruppe? Nee. Bist du in meiner WhatsApp-Gruppe? Nee. Schmutz. Das Ding ist... Double fuck. Das Problem ist, bei der WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht, wie sich das verhält mit, wenn du selber eine erstellst. Also wenn du selber eine WhatsApp, also so eine Community-Gruppe da eröffnest. Nicht Community. Das ist Ich weiß, es ist was anderes. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Ich auch nicht. Es ist auch keine Gruppe, es heißt anders. Was? Ja, es heißt auch anders. Wie heißt denn diese Kategorie? Weiß ich nicht. Updates. Channel. Ein WhatsApp-Channel habe ich. Also, wenn du einen Kanal erstellst, kann man dann deine Nummer sehen? Nein. Ja, als ob ich dann einen Channel machen würde. Ja, genau. Direkt mal an 1000 Leute Nummer geliehen. Aber perfekt. Ich bin nämlich als die... Soll ich dir einfach sagen? Mhm. Soll ich dir einfach sagen, wie es ist? Was denn?
wie das funktioniert. Wie was funktioniert? Mit den Nummern. Ja, wie funktioniert das? Also, wenn du einen Channel aufmachst, kannst du festlegen, ob das privat ist oder nicht. Ja. Andere Admins, die du aber zum Admin machen musst, sehen dann deine Nummern. Okay. Und ansonsten sehen nur Leute deine Nummer, die deine Nummer schon eingespeichert haben. Ah, okay. Also wenn du jetzt in meine Gruppe kommst, dann siehst du meine Nummer. Ja. Aber du hast ja meine Nummer schon. Ja, genau. Deswegen ist kein Problem. Ja, okay. Aber alle anderen sehen die nicht. I see. Nur Leute, die du zum Admin machst. Genau. Also das, da musst du dann halt vorsichtig sein. Das andere Problem ist, was ich gesehen habe, ich bin, als die Aeon WhatsApp-Channel da online gegangen ist. Das war eine Community. Ach so, weil ich bin da reingegangen, hab dann gesehen, dass man die Nummer sieht und bin instant wieder geleakt. Deswegen bin ich auch nicht reingegangen, weil das war eine Community, das ist wieder was anderes. Okay. Ja. Aber bei einem Channel sieht niemand deine Nummer. Okay, weil da habe ich das gesehen und dachte so, okay, wenn man die Nummer sieht, bin ich dann einfach wieder komplett raus. Ja, ja, nee, dann hätte ich es doch nicht gemacht, Alex. Ja, ich dachte vielleicht, bist du in keiner drin, aber wenn man selber einer erstellt, sieht man die Nummer nicht. Nur nee, du kannst auch in andere reingehen. Also in Channels kannst du reingehen, ohne dass man deine Nummer sieht. Ja, also das ist kein Problem. So, was haben wir als nächstes? Hukaru besucht. Sieht man das Profilbild? Weiß ich nicht. Okay. Also du hast ja ein Gruppenbild, also ein Channelbild. Ja genau, aber wenn du auf die Leute gehst, die drin sind, ob man dann... Weiß ich nicht, muss mal reingehen und kannst du mal gucken. Ja, ja, das mache ich dann vielleicht. Deine Nummer sieht man auf jeden Fall nicht. Ja, das ist schon mal das Gute an Channels. Nur mein Profilbild will ich auch nicht, dass man sieht. Warum? Weil da ist Misdirecting mit drauf. Ja. Ja, okay, verstehe. Ich habe Hukaru besucht. Ne? Also ich weiß gar nicht... Seit wann wir jetzt die Videos vom René gucken? Also ich weiß, dass ich ihn das erstmal kennengelernt habe auf dem Must-Age-Tasting. Ja, davor habe ich auf jeden Fall schon seine Videos gesehen. Davor kannte ich ihn auch schon. Ihr wart davor auch schon zusammen Döner essen. Adana, bitte. Tut mir leid. Ja, nicht Döner. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, René haben wir irgendwann auf YouTube gefunden, fanden die Videos übel geil, haben die regelmäßig geguckt. Irgendwann habe ich angefangen, mit René zu schreiben. Dann waren wir was essen, haben wir ein Köpfchen im Humera geraucht, dann haben wir ein Köpfchen im Studio geraucht und letztens war ich dann mal bei ihm zu Besuch, konnte mir sein Studio angucken und dann waren wir bei ihm auch noch lecker Cordon Bleu essen. Geil. Das heißt, Shoutout an Hukaru auf Insta. Nee. Doch? Ja. Und auf YouTube Hukaru mit 3 U. Ach so, okay. Hukaru mit 3 U. So rum. Ich weiß gar nicht, wie viel U. Nee, O. Oh. Huka, Genau. Ja. Gut. Ja, war ein sehr leckeres Cordon Bleu. Da auch nochmal danke für die Gastfreundschaft. Haben wir auch noch ein leckeres Köpfchen geraucht. War cool. Ja, sehr cool. Ja. Ja, da sind ja nur meine Punkte drauf jetzt. Weiß es gar nicht. Ja, der neue Punkt ist eigentlich nicht so wild, aber du hattest mich vorhin gefragt und dann habe ich gesagt, dann können wir es auch einfach im Shisha-Cast machen. Ja, vor allem, weil du es auch im letzten Cast gesagt hast, weil du mit dem mit der davorigen nicht happy warst, weil du das bei, wo hast du die letzte bestellt? Mr. Spex. Genau, und da warst du nicht so happy gewesen. Ja, da war ja irgendwann die Beschichtung am Arsch, das heißt, ich habe dauerhaft ein bisschen verschwommen gesehen, das ist natürlich sehr nervig, wenn man nicht scharf sieht, vor allem mit Videoschnitt und so, problematisch. Ja. Und dann habe ich mir wieder bei Vielmann eine Brille machen lassen und die ist jetzt auch ready. Ich habe eigentlich gesagt, ich will nie wieder eine Brille ohne diese Nasenflügel. Also ohne diese extra Nasenflügel. Ja, dann war ich bei Vielmann und habe mich umgeguckt und alles, was es gab, waren leider nur sehr hässliche Brillen mit den Flügeln. Okay. So, und dann habe ich da sehr nette Beratung, by the way. Marie, Shoutout. Und die meinte dann, nee, wenn wir die gut anpassen und so, dann wird das schon okay sein. Und das hat sich auch ganz gut angefühlt am Anfang. Ich habe aber immer noch das Problem, dass die Brille ein bisschen rutscht. Also wenn sich so ein bisschen Talg auf der Haut bildet, so wenn ich das Gesicht frisch gewaschen habe und die Brille sauber ist, alles gut. Aber über den Tag, vor allem gegen Abend dann rutscht die. Und das ist schon sehr nervig. Also da muss ich mir trotzdem noch irgendwas einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Klebepads gibt oder so. Früher habe ich ein bisschen Haarspray tatsächlich einfach auf diese Stellen gemacht und dann halten die auch ganz gut. Ja, muss ich mal gucken. Also falls da noch jemand einen Tipp von euch hat, schreibt mir gerne mal auf Insta. Von Brillenträger zu Brillenträger. Vielleicht können wir da so eine kleine Supportgruppe aufmachen. Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ja, sei froh. Ja, bin also ich haben auch viele gefragt wegen Augenlasern oder so. Habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe auch absolut kein Problem damit, eine Brille zu tragen. Also abgesehen davon, dass sie halt ab und zu rutscht. Aber wenn die nicht rutschen würde, würde mich das gar nicht stören. Ja, ich bin es mein Leben lang gewohnt. Ich wollte gerade sagen, das ist halt was anderes. Ich glaube, dadurch, dass du einfach schon so lange eine Brille hast, ist das was anderes, als wenn ich jetzt in den nächsten 3 Jahren gesagt bekomme, du brauchst eine Brille, ja, safe. Dann wäre bei mir schon eher die Überlegung zu sagen, lass ich die Augen lasern oder trage ich wirklich eine Brille. Ja, ich weiß, die OPs sind sehr sicher, aber ich habe leider auch schon von ein paar Leuten gehört, dass es dann nichts gebracht hat oder nicht so geil war, wie sie sich erhofft haben und dann trotzdem eine Brille tragen. Und ich denke mir so, will ich mir in meinem Auge mit einem Laser rumfuchteln lassen, wenn es nicht sein muss. Ja. Zum Beispiel bei meiner Oma war es dann irgendwann so, ja, also Brille geht halt jetzt nicht mehr. Entweder Augenlasern oder ist halt, so siehst du halt. Okay. So, es gibt schon
Augenconditions, wo du es dann einfach machen lassen musst. Mhm. Und dann ist Laser natürlich super geil. Aber bei meinen paar Dioptrien und so sehe ich es eigentlich nicht ein. Vor allem auch, wenn meine Brille mal kaputt geht, ich bin nicht aufgeschmissen. Ich könnte jetzt von hier nicht mehr lesen, was da hinten bei Spotify auf dem Desktop steht. Mhm. Oder? Ja, maybe gerade so das Große, ne? Ja. Also ich sehe Formen und alles. Ich könnte auch, wenn ich es dürfte, ohne Brille Auto fahren. Ich sehe halt die Beschilderungen klein. Ja, ich sehe ja, wenn ein Auto auf mich zufährt und alles. Klar. Ich könnte nur, die Beschilderung müsste ich dann halt nochmal 5 oder 10 Meter, je nach Speed, näher dran sein, okay, bis ich das sehe. Also bis ich es lesen kann. Ja. Aber also, es ist für mich eigentlich kein Problem. Ja, ich sehe gut genug auch ohne Brille. Anyway, neue Brille ist da. Rutscht, also sie hält deutlich besser als die alte, aber immer noch nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Ja, muss ich noch fixen. Mal gucken. Ja. Wenn ihr Tipps habt, schreibt mir. COD, jetzt darfst du mal wieder. Ja, also wir hatten... Was ist nach dem letzten Shisha-Cast passiert, genau, nach Alex? Dem letzten Shisha-Cast. Wir hatten ja auch nochmal drüber geredet über PlayStation, Xbox, so ein bisschen mein Struggle. Dann bin ich hier raus, aus dem Auto. Ins Auto. Aus dem Büro ins Auto. Und saß im Auto und hab dann... Ich wusste ja, dass es ein Angebot bei Mediamarkt momentan gab. Ich glaube, für 460 kriegst du einfach PlayStation clean mit einem Controller. Also ganz normales Set ist, glaube ich, ein Controller dabei. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, bevor ich jetzt nochmal bis Black Friday warte und ich weiß, ob es da bessere Angebote gibt. Ich gehe kurz Nase putzen. Bevor es da bessere Angebote gibt, der Preis ist mir auf jeden Fall wert. Und da habe ich mir... noch direkt im Anschluss an den Cast eine PlayStation 5 geholt. Turns out, das erste Problem war, mein Fernseher, den ich zu Hause habe, ist zu alt gewesen. Also der hat HDMI natürlich, aber er hat die PlayStation einfach nicht erkannt. Der HDMI 2.1? 2.0? Was braucht man da? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was der für einen HDMI-Anschluss hat oder was gebraucht war. Ja, das, was mich ging auf jeden Fall nicht. Was mich verwundert hat, Apple TV funktioniert einwandfrei, aber PlayStation hat er nicht erkannt. Okay. Das heißt, ich hatte dann erstmal eine PlayStation zu Hause und konnte einen Tag lang keine PlayStation spielen. Oh, maximal belastend, ey. Und habe mir dann irgendwann von meinem Bruder, mein Bruder ist ja sehr Gaming-addicted, sage ich mal, und der hatte noch einen älteren, aber trotzdem noch sehr guten Bildschirm zu Hause rumstehen, den habe ich mir dann aufgestellt. Warum hast du da einen Tag drauf gewartet? Weil ich wusste, dass der noch hat. Und also ich kam halt abends zu Hause an und habe halt erstmal locker 2 Stunden rumgerührt. Warum geht das nicht? Ich will Gott, ich will nicht spielen. Und bin dann noch abends zu Mo gegangen, Pfeife rauchen. Und dann hat mein Bruder netterweise noch probiert, da irgendwas zu fixen. Und er meinte auch so, ja, kannst du vergessen, geht nix. Und am nächsten Tag ist mir eingefallen, er hat noch hinten im Abstellraum einen alten, aber trotzdem noch sehr guten Bildschirm. Und da geht's jetzt. Ist er also Fernseher oder ist es ein Gaming-Monitor? Ist ein Gaming-Monitor. Okay, geil. Genau. Also du bist jetzt auch so ein PlayStation an Gaming-Monitor-Mensch. Genau, ja. Gut, wichtig und richtig. Nee, wirklich. Also auf Konsole zocken, für so Story-Games auf dem Fernseher, geil. Ja. Aber wenn du so FPS wie COD und Co. spielst, ja, ist das schon deutlich besser, wenn du auch ein Gaming hast. Hast du 120 Hertz? Nee, dazu ist er zu alt, glaube ich. Okay. Also 120 Hertz hat er nicht. Okay. Das wäre noch ein geiles Upgrade. Genau, das wäre noch ein geiles Upgrade. Und ja, dann erstmal angefangen, ein bisschen zu zocken. Mein Bruder hat zum Glück sehr, sehr viele Spiele. Und COD war ja zum Zeitpunkt, als ich mir die PlayStation geholt habe, noch nicht draußen. Also ich habe es natürlich vorbestellt und habe dann erstmal Spider-Man 2 durchgezockt. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann. Hat dein Bruder auch eine PS5? Ja, genau, hat auch eine PS5. Und ja, dann Spider-Man 2. Übrigens geht auf jeden Fall Shoutouts raus. Wir hauen heute so viele Shoutouts raus, Digga, da kann keiner mehr mitzählen. Nee, also Story war sehr geil, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch so vom Kampfsystem und so weiter. Hat auch viel Gutes über das Game gehört. Hat mich sehr lange entertained, muss ich ehrlich sagen. Aber ist, glaube ich, auch PlayStation Exclusive, oder? Ich glaube schon, ja. Und ja, dann kam ja. Für die Vorbesteller hast du ja die Story früher freigeschaltet bekommen. Richtig. Da war ich erstmal enttäuscht. Hast du die bis heute nicht gespielt? Ohne Spaß. Digga, wirklich. Also es gibt doch auch echt keinen Mensch mehr, der sich ein Call of Duty wegen der Story holt. Ich verstehe es. Das ist das Einzige, was du zocken kannst. Also zockst du es. Ja, genau. Ja. Sonst hätte ich auch nicht gezockt wahrscheinlich. Ja. Aber ich habe es dann gezockt und dann war, also die Story war wirklich abgrundtief scheiße und auch wirklich sehr, sehr kurz. Also das war... 10 Stunden? 5 Stunden? Oh, 5 Stunden wäre krass. 10 Stunden würde ich sagen, ist halt ein Call of Duty, ne? Waren, glaube ich,
ungelogen 10 Missionen oder sowas. Also 10 Missionspunkte. Nichts. Und vor allem auch so offene Karte mäßig, ne? Ja, ja. Also und halt auch wenig Gedanken darüber gemacht, wie du das cool machen könntest. Ja, schade. Ja, ja, aber ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal. Aber du holst ja auch kein COD wegen genau. Story eigentlich, ja. Ja. Ja, und seitdem... Aber wenn man eine macht, dann kann man halt auch schon was machen, was wenigstens Spaß genau. macht. Genau, ja. Ja. Ja, und dann, seitdem der Multiplayer draußen ist, bin ich schon hart am Reinsuchen. Was bist du für ein Rank? Du meinst Level, oder Level, was? Level, ja. Ja, ich bin Max Level. Uff. Ja, bist du weiter als ich? Ich glaube, ich bin jetzt 180 oder so von 250. Ja, ich bin 250. Wild. Was ich dich die ganze Zeit noch fragen wollte, du hast ja gesagt, vielleicht guckst du mal, also ich spiele ja auch COD, aber ich spiele größtenteils Warzone. Da bin ich auch wirklich krass reingerutscht im Moment. Ich sag noch hart, ich habe gestern das erste Mal geschafft, 11 Kills. Ich bin, das muss ich auch noch davor dazu sagen, ich habe ja früher MW3 gezockt und da war ich solide, würde ich sagen. Ich war kein krasser Noob mehr, aber jetzt auch nicht so dieser typische 4-0er KD-Typ. Ja. Sondern so bin mit meiner 1,5er, 2er KD umgelaufen. Ah, und hatte Spaß. Ja. Genau. Und ich habe angefangen und dachte so, Alter, bin ich schlecht. Boah, bin ich scheiße geworden. Skill-based Matchmaking, Alex. Haut dich komplett raus. Ich dachte so, wie schlecht bin ich denn bitte? Ja, mittlerweile ist es halbwegs okay. Und habe auf jeden Fall Spaß dran. Also, aber was wolltest du mich fragen? Das war ja kurz. Heute Abend ist der Stream. Ja. Was machst du heute Abend ab 9? Ich bin mit Mo unterwegs. Ach, Schmutz. Aber ich habe letztens gesehen, dass du gezockt hast, aber ich weiß gar nicht, wie ich dich adden kann. Activision-ID. Ah, okay. Die brauche ich. Und dann geht auch Crossplay easy. Ah, du musst Crossplay anhaben auf der PlayStation, weil kann man ausmachen, wenn man auf Konsole zockt. Also ich habe es an, glaube ich. Ja, dann können wir zusammen zocken. Ah, okay. Übrigens, Tipp, wenn du zockst, dann mach's aus. Also wenn du alleine zockst, sind die Lobbys ein bisschen angenehmer anscheinend. Okay. Habe ich gehört, ich habe ja selbst keine Konsole, ja, ist nur, was ich gehört habe und was ich so im Reddit gelesen habe und so. Ja, aber ich muss schon sagen, du merkst schon, wenn sie mit PC zockt. Also wenn jemand mit PC zockt, ist das schon ein Unterschied. Ja, auf der anderen Seite, also das größte Problem in dem Game sind eigentlich gerade Konsolen-Leute, ne? Ja. Weil der Aim-Assist schon wirklich geisteskrank ja, ist. Das also Close Quarter, selbes Skill-Level, hast du keine Chance mit Maustastatur. Das ist safe, ja. Auf Distanz ist dann wieder was anderes. Da bist du meistens mit Maustastatur ein bisschen im Vorteil. Aber ich würde sagen, overall sind gerade, ich bin kein Konsolen-Hater, ich habe nichts gegen Leute, die mit Controller spielen und so. Ich bin zwar eher so der Typ PC Master Race, aber habe ich an sich kein Problem mit. Aber man muss schon wirklich sagen, der Aim-Assist ist krass. Der ist schon hart. Der wurde, glaube ich, sogar genervt. Nee. Also der war davor sogar nochmal härter. Die haben den wirklich ein bisschen runtergenommen. Habe ich nichts von mitgekriegt. Ich meine, im Patchnotes war das drin. Okay. Ja. Fair. ja, auf jeden also, Fall. Also wenn er sogar noch krasser war, fair. Ja. Ja. Naja, wir kriegen das wohl schon hin, irgendwann mal eine Runde zu zocken. Ja, sehr gerne. Ja. Ich bin halt scheiße, aber wenn du auch scheiße bist, ist doch gut. Ja, ich bin auch nicht gut. nee. Also ich bin jetzt so ein, ich habe es relativ wenig gespielt. Ich habe am Anfang Multiplayer gespielt. Dann kam jetzt die Season und seit der Season zocke ich wieder mehr, aber halt größtenteils Warzone. Okay, ja, Warzone habe ich noch gar nicht gespielt. Ja, also um genau zu sein, wieder Auferstehung, also Resurgence zocke ich eigentlich nur, weil es halt eine geile Mischung aus Multiplayer und Battle Royale sozusagen ist. Aber du nimmst diesen ekelhaften Part von Battle Royale, dass du gefühlt eine Viertelstunde looten gehst, dann bist du im ersten Fight und maybe verreckst du und dann war alles für den Arsch. Das nimmst du halt bei Resurgence komplett raus. Ja. Ne, und steigst halt wieder ein nach 15 Sekunden, außer ein ganzes Team stirbt. Also das ist mein Spielmodus der Wahl. Ja. Ist halt geil, weil ne, einmal sterben und Spiel ist vorbei. Ja, so ist echt cool, aber so Battle Royale hat mir, oder gibt mir nicht so viel wie der Multiplayer dann am Ende. Ich glaube, wenn man mal ein bisschen Resurgence gespielt hat oder einfach nicht dieser klassische Battle Royale-Mensch ist, wenn man vom Multiplayer kommt, ist Resurgence auf jeden Fall das bessere Ding. Ja. Ich war noch auf einem Konzert. Stimmt, habe ich gesehen. Ich habe mich ein bisschen anschreien lassen. Amity Affliction, oh Junge. Du warst auch im Moshpit, habe ich gehört. Natürlich bin ich im Moshpit. Dieser Körper wurde geschaffen für Moshpits, Alex. Ja, 2 Meter Größe, ich kriege niemals einen Ellbogen ins Gesicht. Keiner kriegt mich umgerissen. Dieser Körper wurde gemacht für Moshpits. Ne? War in der Butch Cup in Frankfurt und die Butch Cup hat ja irgendwann Location gewechselt. Echt? Ja. Mein erstes Konzert, auf dem ich jemals war, war in der alten Butch Cup. Ich war auch in der Butch Cup mein erstes Konzert. Ja, aber ich weiß bist du ja noch so hinten rum reingegangen und dann war diese komische Treppe, Podest-Dingens. Ja, da ist das nicht mehr. Gibt es neue Butch Cups. Sehr coole Location. Mhm. Also ich fand es super angenehm. Von der Schlange, vom Reingehen, von dem, ich sag mal, Gedränge. Es war sehr voll bei dem Konzert. Also ich glaube, das hätten auch ein paar Leute weniger sein können. Aber an sich trotzdem geil, weil du immer das Gefühl hattest, du kannst schnell raus. Mhm. Ja.
und war Amity Affliction, ist Metalcore. Oh Gott, haben mir viele Leute geschrieben, so, wie kannst du sowas hören? Das ist schon wieder dieses, Mann, lass mich doch hören, was ich hören will, Digga. Dann hör du dir deinen Quellkartoffel mit Dub-Dub-Schlager-Scheiß an, Digga. Da könnte ich kotzen gehen. Aber hör's doch, wenn es dir Spaß macht, Digga. Ist mir doch egal. Hey, ich dachte, ich will es halt nur nicht hören. Ich dachte, du bist voll der Malle-Fan. Bist da auch immer voll der... Helene Fischer Ultra. Ja. Geh auf jedes Konzert. Nee, ich mag so Schlager, Mallorca-Mucke und Faschingszeug. Da kannst du mich mit jagen. Ja. Aber wenn es jemand hören will, hör's, Digga. Ist doch scheißegal, was ich drüber denke. Wenn es dir gefällt, gefällt es dir. Ende. Ja. So, und mir gefällt halt eben ab und zu Metalcore. Ich höre eigentlich fast alles. Aber da hatte der Phil gesagt, nee, ich hatte auf Spotify gesehen, die schlagen ja manchmal vor, ey, die sind in Frankfurt. Ach echt? Und ich so, oh, die sind in Frankfurt. Ja. Da habe ich dem Phil geschrieben, gehen wir da hin. Phil hat gesagt, soll ich Karten kaufen? Ich habe gesagt, ja. Mhm. Also ich glaube von, ich frage Phil bis zu, wir hatten Karten, maximal 5 Minuten. Maximal 5 Minuten. Und dann war auch schon in 2 Wochen das Konzert. Dann ist noch der Hooker-Attic mitgegangen, der Kevin. Mhm. Ja, war cool. Kevin saß dann immer hinten, stand immer hinten und hat dann so... Und Fipsi und ich vorne quer durch den Moshpit gesprungen, Circle Pit, alles mitgenommen, was da ging, ne? Geil. Also war richtig nice. Ja, geil. Da haben wir noch ein Absackerköpfchen und Homera geraucht. Mhm. Wunderbar. Wunderbar war das. Ja, und jetzt habe ich auch wieder Bock auf Konzerte, aber ich glaube, die nächste Zeit ist erstmal nichts, was ich, geil finde. Kommt halt drauf an, was du hörst, ne? Ja. So, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, bevor wir tatsächlich mal zu Shisha-related Sachen kommen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon drin sind. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ist ja auch egal, wir machen weiter. Ja. Awardstream. Wenn dieser Cast am 12. rauskommen sollte, dann ist am Sonntag, dem 14. Ja. um 19 Uhr die SWG Awards 2023. Ich habe das dieses Jahr ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar habe ich nur ein Voting-Formular gebaut, wo ihr abstimmen konntet. Das heißt, es ging nicht nur um Sachen, die 2023 rausgekommen sind, es ging einfach nur um Sachen, die 2023 für euch wichtig waren. Willst du für die Leute vielleicht mal erklären, was das wirklich, was das allgemein ist? Genau, also es ist ein Stream, also es ist dieses Voting-Formular, wo Leute abstimmen konnten in verschiedenen Kategorien. Basically ist es meine Low-Budget-Variante der Oscars auf Shisha bezogen. Ja. Ja, das heißt, ich mache einen Stream an, wir setzen uns hin und dann gibt es verschiedene Kategorien und in dieser Kategorie wird eben ein Gewinner gekürt. Aber du setzt dich auch schon mit Award. Anzug dann ins Stream. Ja, das habe ich ja letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Werde ich wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder machen. Sehr gut. Ja. genau, und da gibt es verschiedene Kategorien. Bestes Design, bester Blow-Off, beste Budget-Pfeife, beste Einschlauch, beste Vierschlauch, Lieblings-Setups von euch, Lieblings-Kohlegröße, bestes SWG-Video, bester Special-Stream. Also wir haben auch ein paar so SWG-interne Sachen noch mit drin, ne? Beste Clips wird es geben und all so Sachen, ne? Und da gab es eben dieses Voting-Formular, das ist leider jetzt schon zu, wenn ihr das hört, aber ich hatte es mehrfach in der Story, ich hoffe, ihr habt es da gesehen, ansonsten schaut auf Insta vorbei. Genau, und es war aber dieses Mal so, letztes Jahr habe ich Sachen nominiert und habe live im Stream eine Abstimmung gestartet. Ah, okay. Das ist aber immer doof, weil du nur entweder auf Twitch oder auf YouTube und nie über beide und dann musst du es aufteilen und es ist schrecklich. Deswegen habe ich dieses Jahr so ein Google Forms-Ding gebastelt, wo die Leute halt abstimmen konnten. Und ich habe schon ein paar zur Verfügung gestellt, die ich dachte, die relativ relevant für die jeweilige Kategorie sein werden. Aber da konnte noch hinzugefügt werden, was man möchte. Ah, okay. Das heißt, es liegt komplett nicht in meiner Hand, was dabei rausgekommen ist. Ja, das ist sehr cool. Und was dabei rausgekommen ist, das werden wir im Award-Stream dann präsentieren. Falls der Stream schon rum ist, wenn der Shisha-Cast kommt, also falls der nicht am 12. online kommt, dann wird dazu auch nochmal ein Video kommen, wo das Ganze zusammengeschnitten, aufbearbeitet, nochmal für euch am Start ist. Also falls ihr es trotzdem noch sehen wollt, YouTube-Video ist bestimmt zu online. Und falls ihr das am 12. hört, dann ist am 14. noch der Stream. Yes. SWG Awards 2023. Let's go. Bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ja, ich auch. Bin ich auch gespannt. Also ich weiß es ja schon. Aber ich bin gespannt, was die Leute sagen. Ja. Also manche Kategorien, sage ich dir ehrlich, genau was ich erwartet habe. Mhm. Und andere Kategorien komplett überraschend. Kannst du schon irgendwas sagen? Nee, ich will noch nichts sagen. Okay, okay, okay. Weil weiß ja jetzt noch keiner. Also potenziell. Maybe, yeah. Yeah. Vielleicht können wir im nächsten Cast nochmal ein bisschen drüber reden. Ich hatte es eben schon angeschnitten, Special Stream. Es war ja auch Ende Oktober noch der Halloween Special Stream, wo ich mit Hasti zusammen erst Grusel VR Games gezockt habe. Dümmste Entscheidung meines Lebens. Wir haben uns beide dermaßen eingeschissen. Absolut unglaublich. Und danach hatte ich noch die tolle Idee, dass wir eine Nachtwanderung durch den Wald machen. Und das so Sabaton-Style-mäßig. Mhm. Das heißt, je mehr Support von den Leuten kommt, umso länger müssen wir im Wald bleiben. Ja. Wir waren auch eine ganze Weile im Wald. Und es war actually gruseliger, als ich dachte. Also, ja, also wir haben jetzt nicht gedacht, dass uns Geister jagen. Du kennst mich ja, ich glaube ja an den ganzen Kram nicht.
Aber so Wildschweine oder so ist halt, ja, true. Ja. Kann schon sein. Ne? Ja. Und manchmal hast du schon wirklich Geräusche im Wald gehört, wo du dir gedacht hast, oh, ist da irgendwas oder ist da nix? Ja. Aber ist alles gut gegangen. Wir sind heil wieder raus, aber wir waren auch heil froh, als wir wieder raus waren. Das glaube ich dir. Ja. Und dann war noch Dart-WM. Ja, ich muss sagen, ich... Ja. Ja, weil ich muss sagen, ich habe mit Dart, Darts allgemein ist ja schon länger richtig im Hype. Ich habe damit nie Berührungspunkte gehabt und habe jetzt dieses Jahr einfach mal so aus Langeweile sogar, habe ich gesehen, dass das Viertelfinale, glaube ich, lief. Habe gedacht, komm, ich gucke einfach mal rein. Ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht zu schauen. Ja, also, überraschend, oder? Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass Darts schauen doch Spaß machen kann. Und habe dann auch wirklich vom Viertelfinale bis Halbfinale, glaube ich, alles geschaut. Ich glaube, ein Halb- oder Viertelfinale habe ich verpasst gehabt. Aber war natürlich dann auch... gehypt drauf, dass Littler das vielleicht macht, ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich war so hardcore für Littler. Ja, safe. Vor allem nachdem so diese Größen, sage ich mal, die du so aus dem Fernsehen oder so von Social Media vielleicht schon mal gesehen hast, so ein Van Gerven oder sowas, den kennt man ja irgendwoher schon mal. Als die dann draußen waren, habe ich gedacht, okay, so dieser Plot, diese Story von Littler, wenn der gewinnt, wäre eigentlich schon viel zu krass. Ja, ich bin auch so ein Sucker für so eine Underdog-Story, ne? Ja. Schon geil. Ja, einfach für den Plot, einfach für die Story, die dann erzählt werden kann, das ist halt. Ja, schade. Hat übrigens nicht geklappt. Ja. Littler hat nicht gewonnen. Ja, ich bin ja seit wir bei Marks Geburtstag im Sommer waren so ein bisschen auf Dart, ne? Ich habe ja hier auch meine schöne Blade 6 von Winmau und habe meine Dart-Sets und so und habe noch so einen schönen Dart-Halter. Den habe ich übrigens vom Stefan geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ach, richtig geil. Süß. Stefan, der steht hier, war ein geiles Geschenk. Danke nochmal. Und seitdem werfe ich ja so ab und zu mal mehr, mal weniger. Mhm. Ja, bei mir hat es ja erstmal angefangen, als ich angefangen zu gucken, oder angefangen habe zu gucken. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich also nimmst du einen Pfeil und du wirfst ihn auf die Scheibe. Ja, klar, aber so vom Zählen her und was jetzt als nächstes am meisten Sinn oder was du machen musst. Hat dann auch erstmal eine halbe Stunde oder so gedauert, bis ich so ein bisschen durchgeblickt habe, so, wo musst du hin und was macht irgendwann am meisten Sinn. Ja. Ja, genau. Ja, ist schon wild. Und seit dem Geburtstag war ich eben auch so ein bisschen im Dart-Modus und deswegen war es auch ein leichtes, da bei der Dart-WM wieder reinzurutschen. Und seitdem spiele ich auf jeden Fall auch 300% mehr Dart wieder. Mhm. Aber ist geil. Ich weiß nicht, ich habe die Scheibe halt hier im Studio hängen und immer, wenn ich irgendwie mal 5 Minuten über irgendwas nachdenken muss, schnappe ich mir die Pfeile, werfe ein bisschen, denke ein bisschen nach. Einfach mal so ein kurzer Reset. Ja. Das ist ziemlich geil. Ja. Dart-WM war auch cool. Okay, ja. Wir haben noch ein paar Shisha-Topics, über die wir reden wollten. Und zwar das erste, was hier auf der News-Kategorie steht, Must Age. Genau, wir hatten das ja angekündigt. Wir, beziehungsweise Eugen, hatten das ja angekündigt gehabt da in der Special-Folge. Genau, ersten Samples und so ein bisschen grundlegende Planung, was kommt, wie kommt's und so weiter. Vielleicht, um euch nochmal abzuholen, es ist der originale Must-Have aus der Fabrik in Russland, der jetzt unter New mit dem Namen Must-Age, also Must-H, wieder in Deutschland verfügbar ist. Das Ganze in 25 Gramm. Für 6 Euro. Für 6 Euro in den kleinen Döschen. Und wir haben eine abgewandelte Form von Sorten im Vergleich zu dem, die wir davor hatten. Es sind 9 Sorten, die rausgekommen sind und ich glaube 5 bestehende und 4 neue. Ich glaube auch. Ja. Kriegen wir das hin? Unicorn ist neu, Space Flavor ist wieder neu. Maybe neu, ja. Caribbean Rum. Unicorn. Coco Dream. Unicorn hatte ich schon. Ah, Unicorn hast du schon. Unicorn, Space Flavor, Jungle Coco Juice. Dream und Jungle Juice, genau. Ja. 5 von den 9 Flavoren sind... 4 sind neu, 4 sind alt und eine gab es mal, dann nicht mehr, jetzt wieder. Jetzt gibt's wieder, genau. Genau, und weil das immer noch unglaublich viele Leute fragen, ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ich rufe jetzt einfach mal Must-Have Germany an und frage den einfach mal. Turns out, er hatte Restbestände von Must-Have, also das waren die Leute, die das vorher vertrieben haben. Ja. Und mittlerweile stellt er den aber selbst her. Genau. Er sagt, er hat 90% der Aromen, er sagt, er hat denselben Grundtabaklieferanten. Ich hatte nur mal den Current von ihm in der 25-Gramm-Dose. Ich habe hunderte Köpfe Must-Have geraucht. Mhm. Du hast gemerkt, dass es kein Must-Have ist. Okay. Ich muss sagen, ich habe schon was Eigenes. 9 Sachen von Must-Have Germany, also so wie es damals vertrieben wurde, noch nicht probiert, sondern nur die Sachen von New jetzt, also unter Must-Age. Und da merkst du, es ist 1:1 Must-Have. Ja, ja. Also, ne, um das nochmal ganz klipp und klar zu sagen, ich hatte ihn angerufen, ich habe ihn einfach gefragt, weil es gab da immer diese Gerüchte und dieses Hintenrum und Philosophieren. Hatte ich, wie gesagt, ich habe da kein Interesse dran. Ich habe ihn einfach angerufen und ich habe ihn einfach gefragt, was ist Sache?
Und er hat es mir ganz offen und ehrlich gesagt. Ne? Die machen das jetzt selbst. Er hat 90% der Aromen. Er hat den Grundtabak, sagt er. Und er macht das jetzt selbst. Weil Russland hat ja Handelsembargo. Das heißt, theoretisch kannst du nichts aus Russland holen. Eugen hat uns ja aber erzählt im Shisha-Cast, wie er es macht. Der Must-Have aus der russischen Fabrik wird nach Estland zu einer Firma importiert. Und New importiert das aus Estland, was EU ist und damit absolut kein Problem. Ja. Ne? Und was Estland mit Russland macht, geht ist Deutschland. Nicht unser Stuff, ja, ist nicht unser Bier. Klipp und klar, Must-Age sind die alten, bekannten Must-Have-Tabaksorten aus Russland. Die kriegt ihr nur noch bei Must-Age. Genau. Must-Have Germany ist jetzt was Eigenes, was da selbst produziert wird in Deutschland. Ja. Hat aber nichts mehr, in Anführungszeichen, mit dem Must-Have in Russland zu tun. Mit dem originalen Must-Have aus der Fabrik ja. in Russland, wie gesagt, man Must-Have, ne, er sagt 90% der Aromen und Grundtabak. Ja. Ich muss sagen, also ich will nicht sagen, das ist gelogen. Ich will nur sagen, dann muss zwischen diesem, er hat 90% der Aromen und den Grundtabak und dem, was am Ende rauskommt, eben noch viel sein, was er anders macht als genau. Must-Have Russland, weil man merkt bei dem Tabak, das ist kein Must-Have. Oder es ist Must-Have, die haben die Marke Must-Have in Deutschland, deswegen ist das Must-Have, aber es hat nichts oder nur sehr wenig mit dem Must-Have zu tun, den wir aus Russland kennen. Ja, genau. Ja. Und weil da auch immer wieder Leute schreiben, ja, aber der Blackberries ist ganz anders, also der Blary, das ist der Tabak aus Russland. Also wenn dann hätten die was in der... Hast du da einen Unterschied gemerkt? Nee. Ich würde nicht sagen, dass es einen gibt. Weder bei den Pina Rings, noch bei den Forest Berries, noch bei dem Blary. Forest Berries, muss ich sagen, kommt mir besser vor als früher, aber das ist vielleicht auch einfach Kopfsache. Nee, vielleicht haben die auch einfach was geändert über die Zeit. Wir wissen ja auch gar nicht, wann wurden denn die letzten alten 200 Gramm Must-Have-Dosen überhaupt importiert? Produziert. Produziert, ja. Auch. Vielleicht lagen die schon ein halbes Jahr in Russland, dann nochmal ein halbes Jahr in Deutschland und maybe haben die in dem Jahr irgendwas verändert. Ja. Aber im Großen und Ganzen, der Blary ist top, der Pina Rings ist top. Also, ja, wir machen da vielleicht auch nochmal einen kompletten Tasting-Stream draus. Wäre, glaube ich, auch nochmal angebracht. Ja. Ja, so viel auf jeden Fall zu Must-Age. Du warst noch auf einem Tasting. Stimmt, ja. Das UKA-Tasting. Was ist denn UKA? Jetzt weiß ich leider nicht, wie viel ich sagen darf. Das Ganze ist im Endeffekt eine elektronische Shisha, die nicht so funktioniert, wie wir Shisha rauchen. Das Ganze ist wirklich ein komplettes eigenes System, wo trotzdem Tabak geraucht wird, aber wie gesagt, nicht so, wie wir es kennen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt erstmal dazu sagen will, bevor ich Ärger bekomme. Weil, ihr müsst dazu wissen, ich wurde da gefragt, ob ich da hinkommen will. Das war hier in Frankfurt gewesen. Habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich habe da eh nichts zu tun. Wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee. Hab mir den Mo geschnappt, weil ich wusste, den interessiert es bestimmt auch. Und sind dann spontan nach Frankfurt gefahren, haben uns das angeguckt. Und wir sind, das ganze Tasting war in einer Bar von, ich glaube, 13 bis... Was für eine Bar? Ich glaube, das war Bananas in Frankfurt. Ah, wild. Kannte ich vorher auch nicht. Ja. Parkplatzsuche war auch abgrundtief scheiße. Auf jeden Fall dort angekommen, in die Bar reingelaufen, war dann halt war schön, privat. Die Bar. Du gehst so eine Treppe runter, die haben anscheinend auch noch einen oberen Bereich und unten war das eher so Umera-Feeling-mäßig. Ja. Also so ein bisschen Couch, ein bisschen abgekapselter, das fand ich ganz cool, dass so ein paar Sitzecken, wo dann für dich sitzt, das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ansonsten auch Umera ein bisschen dunkler, ein bisschen Wohnzimmer. So gemütliche Wohnzimmer. Genau, ja. Und private Gesellschaft. Und wir kommen da rein und dann hieß es auch am Anfang, weil ich habe eigentlich angefangen, so einen kleinen Vlog zu drehen. Okay. Also so für TikTok habe ich gedacht, oder TikTok Reels ist eigentlich eine coole Sache. Ich fange jetzt einfach an, auf der Fahrt einen kleinen Vlog zu drehen und dann auch da ein bisschen zu filmen. Komm da rein, dann hieß es erstmal hier, ich kenne dich. Du musst es nicht machen, aber alle anderen mussten Handys abgeben und du darfst keine Video- und Fotoaufnahmen machen. Also die wurde vertraut, aber du durftest trotzdem dein Handy nicht nutzen. Genau. Und alle anderen mussten ihr Handy abgeben. Das mussten die abgeben, vorne. Wo ich auch erstmal dachte, okay, krass, deswegen will ich auch nicht zu viel erzählen, weil ich nicht weiß. Ja, bis jetzt hast du ja nur gesagt, es gibt ja schon ein paar Reels und Co. zu Google. Genau, das ist ja alles. Ja, genau, das kann man schon. Auf jeden Fall dann halt die Pfeife hingestellt bekommen, ein bisschen probiert. Und ich muss sagen, ich habe davor sehr, sehr viel Schlechtes über das Produkt gehört. Okay. Weil das gibt es ja schon in Dubai. Ja. Und deswegen gibt es da ja schon ein paar Erfahrungsberichte, auch von internen Leuten.
Und da habe ich sehr, sehr viel Schlechtes von gehört. Und als wir geraucht haben, muss ich sagen, es ist auf jeden Fall gerade von der Rauchentwicklung echt nicht geil. Geschmack ist wirklich gut. Wie würdest du es im Vergleich mit dem Nevo sagen? Rauchverhalten? Ja, ich sowohl von Rauchmenge als auch Geschmack. Ich wollte es gerade vergleichen, aber das Ding ist, ich bin mit der Rauchmenge beim Nevo momentan super happy. Weil du hast ich, mir erzählt, du rauchst daheim fast nur noch Nevo, ich ne? Ich rauche persönlich eigentlich... Wir machen demnächst eine Special-Folge, haben wir vorhin besprochen, wo wir uns beide hier ein Nevo anmachen. Dann machen genau. wir eine komplette EHMD-Special-Folge, auch mit Hookah Monk, mit dem China-EHMD-Ding. Ja. Machen wir. Sehr gerne, ja, weil das Problem ist, ich wollte den Vergleich gerade ziehen, aber du bist ja nicht so happy mit der Rauchentwicklung. Es geht, ich bin eher... Also wenn ich im Büro rauche, habe ich halt meistens irgendwas zu tun. Ne? Mhm. Entweder bin ich am Stream oder am Drehen ja. oder sonst irgendwas. Und dann brauche ich einfach maximalen Komfort. Ja. Und da fällt der Nevo halt oft für mich mit raus. Bei mir genau umgekehrt. Bei mir ist wirklich so, Nevo ist für mich maximaler Komfort, was Rauchen angeht. Krass. Nee, bei mir, also wenn du mehrere Köpfe hintereinander rauchen willst, ja, dann okay. muss ich ja immer das Ding abnehmen, ja. muss warten, bis der abkühlt, muss in die Küche gehen, muss den sauber machen. Na gut, du musst ja nicht warten, bis er abkühlt. Oh, ein bisschen. Ja, aber zumindest müsste ich in die Küche gehen und ja. abkratzen. Und jedes ja. Mal, wenn du im Stream weggehst, gehen auch Viewer weg. Okay, das sehe ich. Ja, und das heißt, das will ich nicht. Wenn ja, ich das, auf Toilette muss, kann ich es nicht verhindern. Ja. Aber bei dem Nevo kann ich es verhindern. Und wenn ich einfach Köpfe mit Kohle rauche, dann nehme ich den einen Kopf runter, stell den auf mein Brettchen, pack den nächsten oben drauf und ich bin keine Sekunde aus dem Bild. Das verstehe ich, da bin ich bei dir, ja. Aber Nevo für mich momentan maximaler Komfort für zu Hause rauchen. Geschmack müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Nee, und also, ne, damit es nochmal klar im Cast ist, Geschmacksgeist ist krank. Ja. Und Rauchmenge bin ich momentan an dem Punkt, wo ich sage, ich habe 1:1 die gleiche Rauchmenge wie mit der Kohle. Wirklich? Ja. Dann lasse ich mir von dir den Kopf bauen. Dann machen wir sowieso. Alex baut mir immer die Köpfchen für den Shisha-Cast. Also ich brauche halt wirklich ein bisschen mehr Tag, weil ich wirklich gottlose Overpackings im V1 baue. Okay. Das Ding ich ist hatte aber, immer nur sehr leichten Konter. Ich bin gespannt auf die Special-Folge, da dürfen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Das, was ich noch dazu sagen will, das Ding ist halt, es ist für mich relativ irrelevant, wie viel Tabak ich für den Kopf im Nevo benutze, weil wenn du sagst, okay, der Kopf schmeckt noch, aber der Nevo geht aus nach 2 Stunden, machst du ihn wieder an. Ja. Und dann habe ich halt manchmal Sessions von 2,5 bis 3 Stunden, der Kopf schmeckt noch und irgendwann nehme ich ein Nevo ab und da ist halt so ein Häufchen trockenes Zeug im Kopf und ich sag's so, ja, okay, hat sich gelohnt. Also du kannst den Tabak einfach auch gut verbrauchen. Genau, ja. Okay. Und das sind so für mich die Vorteile. Und wie ist der Vergleich? Genau, also Vergleich für mich, Rauch, wenn Nevo für mich eine 10 von 10 ist, war Rauch da eine 3 von 10. Ja. UK. Daher kommt der Name, ne? Das hast du gesagt. Geschmack, muss ich sagen, sind die auf einem sehr gleichen Level. Nice. Sind das pre-packed? Also es ist ja. doch so dieses Nespresso. Genau, ja. Ne? Also ja. du hast ein fertiges Pot. Genau. Pot mit Tabak, den legst du rein ja. und sagst go. Genau, und musst eigentlich gar nichts machen. Also für Leute, die jetzt nicht so begeistert von Shisha sind wie wir, vielleicht sogar eine geile Sache. Ja. Also wenn es halt nicht eine 3 von 10 wäre für Rauch. Genau, ja. Rauch ist wirklich so 3 bis maximal 5 von 10. Ja. Ich diskutiere übrigens immer noch mit den Importeuren, dass ich eigentlich so ein scheiß Ding habe, damit wir endlich mal ein Video zu dem Teil machen können. Ich habe auch schon gesagt, ich hätte gerne eins zu Hause, einfach nur um zu testen und da Feedback zu geben. Ja. Geschmack wirklich sehr gut. Und das Schlimmste an der Pfeife ist eigentlich, du hast ein Zugverhalten, als ob du jetzt hier eine 3 Meter große Traddi aufstellen würdest und da irgendwie versuchen würdest, einen Funnel zu rauchen. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass die Leistung, also dass die Rauchentwicklung noch beschissener wäre, wenn du einen Baba-Durchzug hättest. Das kann auch sein, ja. Und deswegen glaube ich, könnte das eine bewusste Designentscheidung sein. Das kann natürlich sein, aber wenn es am Ende des Tages nervt. Ja, natürlich, weil das Problem ist halt, wir sind was ganz anderes gewohnt. Ich muss auch sagen, dadurch, dass der Nevo ja sehr, sehr unabhängig ist von der Verwendung, kannst du ja sehr gut einstellen, wie du rauchst. Und da bist du halt gebunden. Und wenn ich mich jetzt entscheide, ist es halt nicht so, dass ich sage, ich habe jedes Mal Bock auf Traddy-like, also extrem Traddy-like Zugverhalten. Also du findest das Prinzip von einem EHMD im Vergleich zu einer E-Shisha besser? Grundsätzlich ja. Ich finde halt das Prinzip von dieser Nespresso-Geschichte
Finde ich halt super smart. Finde ich auch geil. Und ich glaube, wenn du zu Hause einfach nur ein bisschen nebenbei rauchen möchtest. Ja, wenn du einmal die Woche so eine Pfeife blubbern willst, ohne viel Kopf zu haben. Ich könnte mir das auch für mich vorstellen. Wenn ich einfach ein bisschen zocken will, dann liegt der Schlauch eh meist neben dran. Könnte ich mir super gut vorstellen, dass ich mir das Ding da anmache. Ja. Ich schmeiß da was rein. Wenn ich überlege, beim Warzone zocken, was das für ein Stress für mich ist, zwischen den Runden einen neuen Kopf zu bauen. Wenn ich mir überlege, Kapsel raus, Kapsel rein, weiter. Also für so ein paar Use Cases stelle ich mir das auch ziemlich nice vor. 100%, ja. Deswegen, also ich war nicht komplett enttäuscht. Ich war eher sogar positiv überrascht, dadurch, dass ich davor so viele schlechte Reviews davon hatte. Also wenn du jetzt sagen würdest, was müssen die ändern, damit du happy bist? Mehr Durchzug und mehr, Rauch. Genau. Okay. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das für UK 2.0 besser wird. Genau. Aber also gut, die 3 von 10 schreckt ein bisschen ab, aber abgesehen davon klingt, also ich finde die Idee trotzdem irgendwie cool. Ich glaube, das ist ja, wir sind nicht Ziel. Wir sind nicht Zielgruppe. Das war auch das Erste, was ich mit den Leuten da geredet habe, kamen halt alle rum, haben dann ein bisschen Feedbackgespräch geführt. Ich habe auch das Erste, was ich gesagt habe, so, ich bin nicht die Zielgruppe davon. Zielgruppe sind ganz andere Leute und vor allem sehe ich den Case vor allem dafür im Shisha-Catering und im B2B-Bereich. Ist wie beim Kaffee. Wenn wir jetzt nochmal wegen Nespresso die Kaffee-Anekdote bringen, das ist für die Leute, die sich zweimal die Woche ein Latte Macchiato aus einer Nespresso-Kapsel lassen wollen und nicht für die Leute, die zu Hause, welche Siebträger ist die beste und welchen Filter packe ich da noch drauf und wie muss der Druck sein und die Menge an der Bohne abgeholt, weißt du? Das sind wir auf Shisha bezogen. Ja, genau. Nicht Nespresso. Ja, genau. Ja, sehe ich genauso. Deswegen habe ich gesagt, Zielgruppe sind wir auf keinen Fall. Aber für die Zielgruppe, die sie ansprechen wollen, sehe ich das schon als sehr, sehr coole Innovation. Ja, wenn noch mehr Rauch kommt. Genau. Weil ich glaube, Rauch ist schon vielen Leuten halt doch wichtig. Ja, ja, ich habe das so ein bisschen verglichen mit, ich kann mir das sehr gut in Bars vorstellen, gerade so in Szene-Bars wie in Frankfurt, wo Rauch eh komplett beschissen ist und die Köpfe halt auch noch scheiße und die Köpfe dazu noch scheiße schmecken. Das ist Shisha-Bars, die kennen sich doch aus. Was ist das? Also das ist ja Alex. Und wo dann eh einfach nur eine VUCA steht, weil es eine VUCA ist und du eh Tradi-Zug verhalten hast, da kann ich mir vorstellen, dass sowas richtig gut läuft. Ja. Weil da wird einfach nur eine Instagram-Story gemacht von einem coolen Gerät, was und das ist dann halt cool. Ja, ich bin gespannt. Ja. Wir haben aber auch schon auf der Intertabak gesehen, es gibt schon Konkurrenz. Ja. Nachmachen. Die Nachmache habe ich tatsächlich gesehen, bevor ich das Original gesehen habe. Traurig, dass sie da nicht hinmachen. Ich war auch sehr erschrocken, muss ich sagen, dass das auf einmal so instant... Erschrocken, dass die Chinesen was kopieren? Dass die es halt wirklich so dreist kopieren. Das ist erschreckend für dich? Na, ein bisschen schon. Ein bisschen war es schon. Ich find's, das Einzige, was mich an der Situation erschreckt hat, war, dass sie actually schneller hier in Europa die ersten Produkte zur Verfügung gestellt haben, als das Original. Ja gut, ich meine... Aber das ist nichts, was mich bei den Chinesen schockt, sondern eher bei UK, dass die das nicht auf die Kette kriegen, das Ding endlich in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite, die Chinesen haben sich halt auch keinen Kopf drüber gemacht, was so mit Sicherheit und so. Ich glaube einfach, dass... Machen die nie, aber das ist ja auch nicht mein Punkt. Dein Tabak hat gebrannt. Ja, das ist ja wieder der andere EHMW. Ja, das ist ja praktisch der Nevo auf Wish bestellt. Ja. Ne? Ja. Ey, EHMW-Special-Folge wird funny. Ja. Vielleicht brauchen wir sogar ein Feuerlöcher, nur um sicher zu sein. Gut, also UK war wild. 25 Gramm Zoll widerspricht Verband. Genau, da gab es ja einen Artikel oder ich hab den Post auf Instagram gesehen, hab mir das dann durchgelesen. Also am Anfang war der Zoll am Anfang, wo das mit den 25 Gramm angekündigt wurde, war der Zoll ja eher auf Verbandsseite und auf unserer Seite, wo die selber gesagt haben, das ist komplett Schwachsinn, was ihr da macht. Ja. Und jetzt kam halt eine Meldung, dass das dann... Das war Tagesschau, ne? Das war Tagesschau, ja. Dass es dann halt doch nicht mehr so ist. Dass das ja... Naja, die Worte waren, die Menge an illegal verkauftem Tabak sei nicht hochgegangen. Das ist kompletter Schwachsinn. Also der Zoll hat ja praktisch vorher schon gesagt, die schaffen das nicht, das alles zu kontrollieren. Ja. Woher habt ihr denn auf einmal die Zahlen? Ja. Also jetzt wirklich mal ganz im Ernst. Wenn du vorher sagst, wir haben nicht die Manpower, um alles zu kontrollieren, deswegen müssen wir was anderes ändern. Und dann sagst du, ja, wir haben aber nichts festgestellt. Naja, habt ihr auch vorher schon gesagt, dass ihr es nicht auf die Kette kriegt. Also ist ja gar kein Vorwurf, aber... Das ist wild, das zu sagen, aber ich würde sagen, wir haben bessere Einblicke als der Zoll. Ja, also gerade was halt so, ich glaube schon, dass wir besser einblicken. Also es hört sich jetzt so sehr abgehoben irgendwo an, weil du dich über den Zoll stellst. Aber auf der anderen Seite halt nicht. Ich meine, wir sind gut vernetzt in der Shisha-Szene, wir kennen viele Bars, wir wissen, wie viele arbeiten. Ich glaube schon, dass es fair to say ist,
der Zoll wird auf anderen, in anderen Kategorien viel besser informiert sein als wir. Ne? Also gerade was so die Herstellung von illegalem Tabak angeht und Co. Aber von dem, wie die Leute in der Shisha-Szene agieren, haben wir, glaube ich, schon ein faires Bild. Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, zu 1000% ist der illegale Tabak geisteskrank nach oben gegangen. Ja. Geisteskrank nach oben gegangen. Deswegen diese Aussage, schwierig. Ja, es ist halt auch, im Nachhinein betrachtet es immer noch kompletter Schwachsinn, was eigentlich ist. Ich habe es schon oft genug gesagt, so macht halt die Steuern hoch, ist mir scheißegal, aber 25 Gramm ist einfach kompletter Schwachsinn. Ja, das macht keinen Sinn. Vor allem soll es ja dann jetzt irgendwann noch diese Zusatzsteuer für Plastikmüllproduktion geben. Ja, schön erstmal reingeschissen mit den 25 Gramm und dann müssen die ganzen Firmen dafür noch mehr Geld abgeben. Ja. Ja, also wir haben schon oft genug über 25 Gramm geredet. Ich bleibe immer noch dabei, das macht absolut keinen Sinn. Nee, die ganze Idee davon, ey, die Shisha-Bars benutzen größere Packungen als 25 Gramm, lass nur noch 25 Gramm erlauben, weil dann können die nur 25 Gramm benutzen. Nein, das ist nicht, wie die Welt funktioniert. Ja, das ist Case, auf dem Papier, wenn du so eine Simulation startest, okay, klingt gut. In der Realität klingt nicht gut. Das Ding ist ja, deswegen kam wahrscheinlich die Meldung auch, weil das ja genau das ist, was wir oder der Verband auch gesagt haben, sobald du halt 25 Gramm machst, um damit die Shisha-Bars zu regulieren, schießt der Schwarztabakverbrauch einfach nach oben. Ja. Und ich würde auch sagen, dass es passiert ist. Ich würde es auch sagen, 100%. Sowohl im B2B-Bereich, also im Unternehmensbereich, als auch im privaten Bereich. Ja, safe. Weißt du, wie viele Leute mir schreiben, die ganz stolz verkünden, dass sie sich gerade ein Kilo Alfacher für 60 Euro geschossen haben? Klar, ich weiß. Und das Problem ist ja, das ist nicht nur schlecht, also es ist für alle schlecht. Okay, da hat sich jemand leider spontan hier im Büro dazu entschieden zu bohren. Wir haben eine kurze Pause gemacht, bis jetzt hat das Bohren aufgehört, hoffen wir, das bleibt so. Was ich gerade sagen wollte, es profitiert nur einer von gefälschtem Tabak, das ist der, der ihn herstellt. Ihr kriegt Scheißtabak, der unter unterirdischen, vermutlich unterirdisch hygienischen Maßnahmen hergestellt wurde, Alfacher leidet oder der betroffene Tabakhersteller, der gefälscht wurde, es ist halt immer sehr viel Alfacher, leidet drunter, weil ihr den Tabak probiert, denkt, boah, der war nicht gut, hole ich mir also nicht wieder. Und der Staat leidet drunter, weil natürlich keine Steuern gezahlt werden. Weder die Tabaksteuer noch irgendwas an Gewinneinnahmen von diesem Unternehmen, also es ist auch noch Steuerhinterziehung, alles mit drin. Das heißt, das ist für alle Beteiligten scheiße. Und dass sowas mit einer Entscheidung von unserer Bundesregierung noch begünstigt wird, beziehungsweise noch attraktiver für die Leute gemacht wird, ist halt einfach Kacke. Und deswegen ist das scheiße. Ja, das schmutzt einfach. Ja, also. Ich glaube, die ganze Szene hat sich auch so ein bisschen aufgeregt über den Post von der Tagesschau, wenn ich mal da so ein bisschen die Kommentare reingegangen bin. Ja. Weil das ist halt einfach. Es ist realitätsferne Politik, aber egal, da haben wir schon oft genug drüber geredet. Was haben wir denn als nächstes auf der Liste? Element. Element, ja, Element ist neu in Deutschland. Wir haben schon einen Tasting-Stream gemacht. Zu ein paar Sorten habe ich auch schon ein Video online. Du warst leider krank bei dem Tasting-Stream. Da musste ich auf. Oder musste, klingt so negativ, aber ich habe auf den Mino aus der SWG-Community, ist ein SWG-Hausherr zurückgegriffen und der René, wo ich vorhin noch erzählt habe, dass ich mal bei ihm zu Besuch war, da war er dann das zweite Mal im Büro und da haben wir dann zusammen alle Element-Sorten in einem Stream durchgetestet. War das gar nicht mit Hasti? Element war nicht mit Hasti, nee. Ah, okay. Nee. Da war komplett neu. Er war komplett neu, ja. Ja, war wild. Aber hat gut geklappt, war cool mit den beiden. Sehr cool. Vielleicht machen wir das auch häufiger mal, noch so eine Wildcard mit reinbringen. Vielleicht gerade, wenn wir vier Leute brauchen oder so. Ja, ist schon cool. Sind auch einfach immer andere Meinung. Das ist halt das Geile. Ja, das absolut. Es hat natürlich schon Vorteile. Also, Demino konnte das zum Glück sehr gut ausdrücken. Mhm. Aber bei manchen Leuten, für die ist es halt ungewohnt, so lange über eine Sorte Tabak zu reden. Weißt du, da endet es meistens bei, wir sind der White Cherry, gut schmeckt nach Kirsche. Weißt du? Ja, klar, ja, natürlich. Ist ja niemand gewohnt. Ist ja auch gar kein Vorwurf, sondern ist ist halt einfach eine Gewohnheitssache. Wir können es ja auch viel besser vergleichen. Genau. Ja. Naja, Vergleich ziehen können viele Leute schon auch, aber viele Leute sind es halt nicht gewohnt, so lange über eine Sorte Tabak zu reden. Na, ich meine halt, wir haben andere, also zum Beispiel jetzt Wild Cherry von Tangiers, kannst du jetzt super gut mit anderen Kirschsorten vergleichen, die wir auch schon häufig geraucht haben, da so ein bisschen rausdifferenzieren und auf die Sorte ein bisschen mehr eingehen. Ja. Das ist halt so das Ding. Ja, das fällt dann Leuten, die sowas noch nie gemacht haben, machen mussten, fällt das dann manchmal ein kleines bisschen schwerer. Aber mit den beiden hat es super funktioniert. Ja, sehr cool. Ja. Wie viele Sorten gibt es denn? Also es gibt drei Lines. Ja. Erstmal Preis war 4,50, glaube ich. Damit relativ günstig für Dark Blend. Das stimmt, ja. Es gibt drei Lines. Die Airline ist Virginia Tabak.
Das heißt, auch für alle Leute, die nicht viel Nikotin oder Dark Blend allgemein mögen, die Airline ist Virginia, sollte also relativ easy laufen. Bei uns lief die auch sehr, sehr gut. Mhm. Trotzdem im Meerloch ein Ticken geiler irgendwie. Oder war es Funnel? Oh, jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Müsst ihr leider in die Videos reingucken. Aber die Aussage von dir finde ich schon krass. Virginia Meerloch besser, das von, weil bist du ja. Ich glaube, so rum war es. Aber ich würde jetzt nicht mehr meine Hand für ins Feuer legen. Ist schon ein paar Tage her, dass wir den Tasting-Stream gemacht haben und ich sag dir ehrlich, ich habe den Virginia nicht so viel danach geraucht. Aber wir haben ihn im Tasting-Stream auf jeden Fall mal probiert, damit wir wissen, was Sache ist. Und dann gibt es noch die, also eigentlich hat Element vier Lines. Air ist Virginia, dann gibt es Water, das ist dann dunkler Tabak, also Dark Blend und stärker. Dann gibt es Earth, das ist dann, also da ist alles Dark Blend, nur Air ist Virginia. Earth ist nochmal stärker und in Russland gibt es noch die Fireline, die gibt es bei uns aber leider nicht und die ist nochmal stärker als die Earthline. Wie gesagt, haben wir in Deutschland dann aber für den Dark Blend nur Water und Earth. Ja. Kannst du es vielleicht mal kurz für die Leute ein bisschen einordnen? Dark Side Base, Dark Side Core. Ist es 1:1? Weil genau den Vergleich wollte ich eigentlich gerade ziehen. Okay, gut, also perfekt. Es geht schon gut in die Richtung. Also die Waterline ist schon ein Dark Blend, den man als Einsteiger Dark Blend betiteln könnte von der Nikotinstärke und Earth kann dann schon ein bisschen mehr. Also jemand, der noch nie oder nicht viel Dark Blend geraucht hat oder nicht viel davon verträgt, da wird Earth wahrscheinlich schon gut reinscheppern. Aber es ist alles relativ im Rahmen. Okay. Also ich finde, es gibt viele Dark Blend Sorten, die auch im Vergleich zu der Earthline nochmal deutlich stärker sind. Ja. Habe ich übrigens letztens auch ein cooles Video gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Du hast mich noch gefragt gehabt. Sogar, stimmt, deine Meinung ist ja auch noch mit eingeflossen, genau. Video über die Stärke von Dark Blend geordnet. Ich muss sagen, die Kommentare, da waren dann viele dabei, nee, sehe ich nicht so, bei mir ist das so und so, aber so voll negativ ausgerichtet. Ich habe mir so, Freunde, das ist eine grobe Richtlinie. Wir haben und können auch nicht bekommen die offiziellen Zahlen von den Herstellern. Ich habe auch vorher geguckt, ob man das irgendwie selbst messen kann. Du brauchst ein Rohtabakblatt. Und in dem Moment, wo du die Molasse abwaschen würdest, würdest du auch wieder die Nikotinstärke im Tabakblatt verändern. Das heißt, ich konnte das nicht messen. Ja, vor allem, wie ist es denn eigentlich, wenn du hast ja wirklich Blends, also so eine Mischung aus verschiedenen Tabaksorten. Manchmal nein. Genau, das ist ja zum Beispiel ein Fall wie... Weiß nicht, vielleicht malen, eine Lösung draus herstellen und dann messen. Aber das ist halt viel zu aufwendig. Auf jeden Fall funktioniert so mit dem Rohprodukt. Ja. Und da habe ich ja keinen Zugriff drauf. Das schickt mir ja auch keiner, wenn ich frage, hey, kann ich mal euren Rohtabakblend haben? Und sagen die Bruder, nein. Auf gar keinen Fall. Naja, auf jeden Fall haben wir aber die Stärken einfach versucht, in so eine grobe Reihenfolge zu bekommen. Ne, so ein Beispiel, ein Sibero hat dann eine sehr niedrige Zahl bekommen, ein Must Age oder ein Blackburn hat eine relativ hohe Zahl bekommen und je höher die Zahl, umso stärker der Tabak für uns gefühlt. Ich habe da auch viele Leute gefragt. Ich habe auf dem Discord gefragt, ich habe viele andere Blogger angeschrieben und gefragt, hey, das ist unsere Liste, was sagst du zu der? Würdest du da irgendwas krass verändern? Und dann habe ich versucht, das alles so ein bisschen ineinander zu packen und dann eben das Video zugemacht. Natürlich sehen das manche Leute anders. Da kam dann so Diskussion, ja, aber der ist keine 7 für mich, sondern eine 8 und die 10 ist für mich eher eine 9 und die 9 ist eine 10. Ist am Ende ist okay, wenn ihr es so seht, aber es ist eine grobe Richtlinie für Leute, die vielleicht anfangen wollen mit Dark Blend, damit die wissen, oh, das war jetzt eine 7, 8, 9 oder 10, den fasse ich erstmal nicht an, sondern hol mir irgendwas aus der 1, 2, 3 oder maybe 4 Kategorie. Ja. Und wenn ich das vertrage, kann ich eine 4, 5, 6 nehmen und irgendwas, weißt du, so dass man halt nicht direkt den ersten Dark Blend nimmt, weil man nicht versteht, dass die unterschiedlich stark sind und dann schießt man sich so aus dem Leben, dass man auch in der Notaufnahme wieder aufwacht. Das wollte ich gerne verhindern. Ja, ist doch so. Einfach den Vergleich einfach rangezogen. Ja. Bisschen Flashback. Gut, so viel zu dem Video. Und so viel zu dem Vergleich von der Stärke bei Element. Es gibt manche Sorten, die sind in mehreren Lines drin und es gibt manche Sorten, die gibt es nur in der jeweiligen Line. Guck da am besten einfach mal bei BMB da, die sind die Importeure, die haben eigentlich immer alle Sorten da. Also mache ich selbst so, wenn ich wissen will, was ist denn in welcher Kategorie. BMB gehe ich in den Online-Shop, die haben da so eine Element-Übersicht und dann kannst du da gucken, wo was in welcher Line welche Sorte ist. Ja. Und zu den besten Sorten oder zu den Sorten, die uns am besten gefallen haben, haben wir ja auch noch mal ein paar Videos hochgeladen. Ich glaube, da habe ich jetzt 4 Videos zu. Das wären so meine Favorites von Element. Okay. Ja, könnt ihr euch gerne mal die Videos reinziehen. Aber ich bin hyped. Wenn jetzt irgendwann tatsächlich auch noch Spektrum kommt, ist wild. Das tut immer noch ein bisschen weh, dass die ja eigentlich vor 2 Jahren kommen wollten. Ja. Aber das wäre echt noch geil. Wenn die noch rüberkommen, dann haben wir hier wirklich ein Portfolio, wo ich sagen würde. Wir haben jetzt schon echt. Wir haben jetzt schon. Ja, klar. Also, wenn du dir überlegst, ich glaube, Deutschland ist das Land mit den meisten Dark Blend Sorten, abgesehen von Russland. Ja, safe haben wir ein super Spektrum. Also,
Spektrum, aber Spektrum wäre halt trotzdem noch so eine Marke, wo ich sage, die würde mir noch fehlen, persönlich. Hätte ich auch gerne noch in Deutschland, absolut. Ja, schauen wir mal. Ja. Unverhofft kommt oft. Wir gucken mal, was... Das ist, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass du zum Cast bringst. Heute? Ja. Echt? Ja. Naja, unverhofft kommt eben oft. Bitte Counter. Nein, kein Counter, lohnt sich nicht. neue Wandenberg-Sachen hast du aufgeschrieben. Ja. Hast du die? Ich hab die, ja. Uff. Also... Ich habe echt überlegt, ob ich reinpaye, und ich habe es noch nicht ich gemacht. Ich habe es so halb... Das Ding war, da übrigens auch vielen Dank ans Wandenberg-Team, wurde gestellt. Wie? Ja, ja, pass auf, warte. Aber ja, pass ich auf. Ich auch. Das Ding ist, ich wollte komplett reinpayen. Also ich hatte eigentlich alles im Warenkorb, habe den Tab nochmal kurz zugemacht, habe dann irgendwie ohne Spaß 10, 20 Minuten später habe ich den Tab aufgemacht, ausverkauft. Ah, bewegt. Und dann habe ich halt geschrieben so, ernsthaft schon ausverkauft, kommt nochmal neu. Und dann kam halt wirklich einfach nur so, hier komm, schick mir deine Adresse. Ja. Wurde auch gar nicht gefragt, so, was willst du, was wolltest du, wurde ein Paket fertig gemacht. Ja. Der DHL hat dann erstmal mies reingeschissen. Wieso? Wurde in der Packstation abgegeben. Ich hol das Paket da raus und ich höre schon klimpern. Oh. Ich dachte so, nein, das kann jetzt nicht euer Scheiß ernst sein. Also erstmal, was ist rausgekommen? Es gibt zwei Limited V1 Wandenbergs, so ein bisschen mit so einer Drop-Optik, würde ich sagen, also es ist verlaufen. Kein neuer Kopf, es genau. Ist der Wandenberg V1 Funnel, den wir schon kennen, in zwei neuen Colorways, Limited Colorways. Was auch immer das Limited heißt, wurde, glaube ich, nicht erzählt, oder? Nee, ich glaube, das wurde nicht kommuniziert. Auf jeden Fall. Limited auf 1 Million. Ich würde es gerne was sagen, aber ich glaube, das kann ich nicht im Cast sagen. Ich weiß nicht, was du sagen willst. Nein, ich lasse es lieber. Der Anwalt gerade schon so. auf jeden Fall so ein bisschen verlaufene Optik. Also es hat eine Grundglasierung und obendrauf halt nochmal eine Farbglasierung, die dann so einen Kopf runterläuft. Finde ich persönlich sehr, sehr schöne Köpfe. Einmal so ein Blau, sehr dunkles Blau, was nach unten heller wird. Und einmal das Ganze mit Grün. Finde ich persönlich super schön. Und was sie auch noch rausgebracht haben, waren so kleine Mixschälchen. Also wo du wirklich einfach... Benutzt du die tatsächlich? Ich benutze sie, ja. Echt, ich bin da zu faul für, Digga. Also ich muss sagen, ich hab die früher schon benutzt. Ja. Und ich bin auch eigentlich sehr faul. Aber wenn ich eins neben dran stehen habe, dann benutze ich die auch wirklich. Machst du das dann immer sauber nach jedem Kopf? Ja, ah, okay, natürlich mache ich da die sauber. Da ist der Punkt. Okay, du bist also so ein Ekelhafter, der das Ding nie sauber macht. Und das ist nämlich der Grund, warum ich das Ding nicht benutze oder generell keine Mixschalen benutze. Weil ich genau weiß, wenn ich mir einen Kopf baue, gehe ich nicht danach mit der Schale in die Küche und mache die sauber, so wie man es tun sollte, Alex. Also schmeckt jetzt jeder Kopf von dir nach Arsch, oder was? Nee, schmeckt gut. Was sagst du? Ich kenne deine Köpfe. Schmeckt nach Arsch, mit Kohle gemischt. Also du sagst jedes Mal, dass der Kopf schmeckt? Jetzt hat er mich. Richtig, aber gut. Aber habe ich auch keine Mixschale benutzt, ne? Das ja, ist deine Mixschale, ja. In der schon 295 Tabaksorten drin waren. Nee, aber ist, an sich ist es eine coole Idee. Also nochmal, können wir kurz mal drauf eingehen wegen dem Tabakmixen? Ja. Ich finde, Tabakmixen nur beim Mehrloch relevant oder vor allem beim Mehrloch relevant. Insbesondere beim Mehrloch. Ich mische auch nur, ich mache das so, ich werfe meinen Tabak in den Mehrloch, ich rühre ein paar Mal um. Und fertig. Und wie oft ich umrühre und wie gründlich ich umrühre, hängt damit zusammen, wie unterschiedlich meine Tabaksorten sind. Beispiel, ich mische einen sehr feinen, sehr feuchten Must-Have Kirsche. Mit einem feuchten Kirsche. Ja, kann ich mach, wieder? Ja, ja? Mach. Alles gut. Danke. Wenn ich einen feuchten Must-Have mit einem sehr trockenen Tangiers mische, dann macht das meiner Meinung nach Sinn. Also je unterschiedlicher die Konsistenzen von dem Tabak. Ja. Konsistenz? Gegebenheiten, würde ich fast sagen, weil es für mich auch noch... Die Attribute. Ja, die Attribute. Je unterschiedlicher die Attribute von den Tabakmarken, Sorten sind, die ich mische, umso mehr mische ich. Ja. Gehe ich mit. Ja gut, haben wir das geklärt. Gut. Ja. Also vor allem insbesondere Mehrloch, weil Funnel hast du eh eine gesamte Auflagefläche in der Regel. Ja. Und Mehrloch macht es für mich Sinn. Fertig. Okay, haben wir geklärt. Ja. How to mission. How to mission. How to mission. 101. Ja. How to mish 101, the ultimate guide. A comprehensive tutorial. Fertig.
So, du bist aber immer noch bei dem Wandenberg. Ist der V1, ne? Ist halt der V1. Ist halt also ist immer noch geil. Ja, ist halt klassiert, ist geil. Sieht schön aus. Sieht schön aus, ist ein V1. Ist hat aber mehr gekostet, ne? Ja. Der also war, dich ja jetzt nicht. Ja, aber ich wollte... Ja, ich glaub's ja. Aber ja, ich glaube, der kostet. Ich meine, freut man sich ja drüber. Also, wird ja keiner Safe Nein sagen. Zu 100%. Ja. Aber 40 Euro normal statt 35 oder sogar mehr? Ich glaube sogar mehr. Noch mehr? Ich glaube 45. Also ein Fünfer für eine Limited-Reihe finde ich fair. Noch mehr finde ich dann, glaube ich, da wird es langsam... Ist halt schon viel Geld. Also ganz ehrlich... Ja, wenn du das, was hat die Schale gekostet? Ja. Okay. Ich glaube dir immer weniger, dass du den actually kaufen wolltest. Das Ding ist, ich war so... Einfach den Alex Gaslighten hier. Das Ding ist, ich habe es gesehen und dachte so, boah, richtig geil. Ich hole mir das jetzt einfach. Ich kann noch weiter gaslighten, Digga. Du hast einfach, weil du so rich bist, nicht mal auf den fucking Preis geguckt. Genau, so sieht's aus. Also, ob Mischschale. Ob 2 Euro oder 200 sind, das juckt auch den Alex nicht, Freunde. Die Mischschale kostet 19,50 Euro. Okay. Und Köpfe wird mir nur der Antigold hier angezeigt. Ah, okay. Ich glaube, es war 40, maybe waren es 45, aber dann bist du ja für das Komplettset aus den 2 Limited-Köpfen und der Mischschale über am Huni. Ja. Oder bei einem Huni. Ja. Schon hart. Ja, vor allem, es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ich schon so viele V1 zu Hause habe. Über Sinn müssen wir hier nicht mehr diskutieren, ja, nee. Alex. Wir haben beide weit mehr als, weiß ich nicht, 50, 800 Pfeifen. Ich habe über 200 Köpfe, da ist kein Sinn. Naja gut, also ich meine, doch, da ist Sinn. Es sind ja meistens verschiedene, die wir testen. Du musst dir vorstellen. Und du hast denselben Kopf. Nee, für die Sammlung, ist schon okay. Ich kann es nachvollziehen. Ich hätte die auch gerne gehabt, ich wollte aber tatsächlich kein Geld für ausgeben. Ja. Ich habe dann gedacht, nee, komm, ich habe schon genug Wandenbergs, ist okay. Bei mir war der Grund, also ich wäre 1:1 bei deiner Aussage gewesen. Bei mir war der Grund einfach, dass ich der V1 ist der beste Kopf für Nevo. Und ich raus zu Hause nur Nevo und da war für mich der Need da, wo ich sage, es lohnt sich für mich, sich den Kopf zu holen. Wie viele Wandenbergs hattest du denn vorher? Habe ich dich, ja? Es ist trotzdem ein Need da. Wie viele hast du? Ich glaube, ich hatte Antigold, den Grün, Mitternachtsblau und Schwarz. 4. 4. Okay. Jetzt habe ich 6. Ich habe 3. Ja. Gut, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich weiß auch, ach so, genau, weil von wegen krank und Sammlung. Ach so, ja. Muss dir vorstellen, ich habe letztens meiner Freundin Tabak mitgegeben. Also ein bisschen Zeug. Sind dann in das Shisha-Lager reingegangen. Und ich stand halt einfach am Regal. AKA das alte Bücherzimmer von deiner Mom. Was sie seit Jahren nicht mehr benutzen kann, weil überall Pfeifen stehen. Ich bin da reingegangen, bin also ans Regal, habe halt Sachen für sie rausgesucht. Und sie dreht sich wirklich nur so nach hinten um ins Zimmer rein, guckt mich an. Das ist krank, Alex. Ich glaube, wir verlieren da manchmal den Blick für, ne? Für uns ist das einfach normal geworden. Ja. Und wenn andere Menschen das sehen, ist es so, dein Ernst, Bruder? Ja. Merkst du noch? Nee. Stark. Ja. Ja. Aber bist glücklich mit deinen 2 Wandis. Ich bin sehr happy damit. Ja. Sehr gut. Ja. Aber ich eine Schale ist leider kaputt gegangen. Ach so, okay. Das ja, war genau. Okay. Ja. Ja. Got it. Simulation Mini. Oh, so ein großes Thema haben wir jetzt noch. Ja, wir können es ja kurz umreißen, weil es eine Simulation ist. Es ist der Nachfolger von der Simulation Pro X Mini. Ich ein Video dazu habe. Guckt das Video bei Marv. Wenn ihr ganz ausführlich was über die Pfeife wissen wollt, aber ich würde trotzdem gerne deine Erfahrung mit der Pfeife einmal hören. Also, ich fange so an, ich habe mit Alex vorm Release und bevor das bekannt wurde telefoniert und habe halt, Alex ist da ja häufiger ein bisschen verschlossener, was so das Ankündigen von neuen Modellen angeht. Ich liebe es, wie Simulation das macht, ne? 2 Wochen vorher sagen die uns Bescheid, eine Woche vorher wird geteasert auf Insta und eine Woche später ist Attacke. Und das ist einfach so. Da gibt es nichts mit, hat sich schon wieder um 6 Monate verschoben. Sowas das Blödes stimmt, aber auch. Aber du kriegst halt auch wir kriegen auch sehr, sehr spät erst Infos dazu. Und ich habe mal mit Alex zu meinem Leid manchmal, Digga. Dann kommt so eine Pfeife an, dann, perfekt. Cinematic-Video drehen dauert ungefähr 20 Stunden, das ganze Video fertig zu kriegen und dann hast du eine Woche Zeit und die Woche ist eigentlich schon komplett verplant. Kuss an Steemu.
Auf jeden Fall mit Alex telefoniert, wegen ein paar anderen Sachen. Und dann am Ende so versuchst du ein bisschen rauszukitzeln, Alex, hier, wie sieht's denn aus? Kommt doch bestimmt bald was Neues. Sag mal ein paar Infos, wie sieht's? Und habe gemeint, ja, vielleicht. So, danke dir. Aber ich habe gemeint, ja, ich bin ja Fan von der Pro X Mini. Wenn da was Neues kommt, das wird mich schon echt reizen. Also, ja, vielleicht. Deswegen, ich bin wirklich Fan von der Pro X Mini, weil ich finde Stimulation einfach wirklich eine sehr, sehr geile Marke. Gerade für so Daily Pfeifen einfach. Weil es ist einfach, wenn du das Komplettset hast, gerade mit einem 360-Grad-System und so weiter. Das sind so Workhorses, ne? Die ja. kannst du wirklich durch die Hölle jagen und die funktionieren. Das funktioniert einfach. Ja. Und gerade kleine Pfeife bin ich eh Fan davon gewesen. Und deswegen hat sich umso mehr gefreut, dass die neue Stimulation Mini kommt. Ja, ist für mich wirklich zu Hause ein Daily Driver geworden. Also, wenn ich nicht weiß, was ich rauchen soll, dann nehme ich mir momentan die Stimulation Mini mit der Standard Bass, weil ich habe auch zu Hause die Rosé Metallic, ist übrigens einer der neuen Colorways von Stimulation, von den Bowls. Es gibt jetzt wirklich viele für die Mini. Ich weiß gar nicht, was war noch neu? Also von den alten Bekannten gab es ja eh schon, ich glaube, sechs oder sieben. Bei den Colorways von der Bowl kriege ich es gar nicht zusammen. Ich kann dir sagen, ich habe dieses Rosé und ich habe das Blau. Genau. Die sind beide wunderschön. Ist Rosé, finde ich, sehr, sehr gut getroffen. Weil es ist nicht zu aufdringlich, sondern so von Weitem siehst du so wirklich diesen Metallic-Look, aber es hat so diesen... Es wirkt fast nur Silber. Genau, und dann hast du diesen Rosé-Touch. Es ist einfach wunderschön. Ja. Sowas kann Stimulation halt, ne? So diese kleinen Details, diese Feinheiten, ist schon wirklich sau nice. Und die Mini kann eigentlich alles, was man von Stimulation so gewohnt ist. Nein. Sie kann eine Sache nicht, und das ist auch der Grund, warum ich sie im Moment nicht so viel rauche. Mhm. Durchzugverstellung. Okay, ja. Die hat sie nicht. Die hat sie und nicht. Ich habe im Moment eine krasse Mehrlochphase. Ja. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr bis jetzt irgendwie 3 Funnel oder so geraucht. Ja, ist mir eh aufgefallen, dass du momentan... Sau viel. Ich weiß nicht warum auf einmal, aber ist irgendwie so. Du bist jetzt so in die Phase gerutscht, wo ich vor einem Jahr drin war. Es hat irgendwie angefangen mit der Faulheit an Silvester, nicht andauernd HMDs sauber machen zu wollen, wenn die Küche andauernd voll war. Also habe ich einfach Mehrloch auf Abstand geraucht, damit das kein Ding war. Und irgendwie ist das hängen geblieben jetzt. Mhm. Weiß nicht. Also davor war ich ja so 50-50, mal Mehrloch, mal Funnel. Ja. Und im Moment bin ich so, Funnel was? Krass, ja. Ja, also es ist wild. So, aber weil ich dann fluffig in einem Mehrloch baue, ist der Durchzug halt viel zu gut. Ja. So, die haben den Durchzug ja extrem verbessert bei der Mini. Ja, das ist wirklich das Ding, was mich am meisten geflasht hat, weil es stand ja in dem Briefing, was wir bekommen haben, stand ja drin, Durchzug verbessert. Und da haben die ja sogar wirklich noch Kennzahlen hinten dran. Hast du bestimmt im Video auch erzählt. 127 Pascal. Genau. Nee, 125 und ich habe gemessen 127. Ach krass. Aber 2 Pascal kann auch einfach unterschiedlicher Luftdruck an 2 anderen Tagen sein. Ne? Also 2 Pascal. Und ich habe die das erste Mal geraucht und war wirklich geflasht, muss ich sagen. Also ich war schon krass. Ja. Also kurz zusammengefasst. Optik ist Geschmackssache. Ne? Müsst ihr wissen, ob die euch gefällt oder nicht. Ist Verarbeitung, halt eine Stimulation. Muss man bei Stimulation auch nicht viel drüber reden. Ja, also um sie kurz zu umschreiben, nochmal für alle, die das nur hören. Ihr habt bestimmt schon mal eine Stimulation gesehen. Die sind unglaublich fundamental aufgebaut. Die sind Function defines Form. Ja. Das ist nicht irgendwie viel Spielereien, nicht viel drumrum, nicht jugendlich, nicht ausgefallen, es nicht ist schon verspielt. Besonders, ja, nicht verspielt. Es ist eine sehr klassische, sehr erwachsene, sehr elegante Form, die aber auch sehr funktional aussieht. Ja. Ne? Also gerade wenn du den X-Blow-Off noch drauf hast, schon sehr funktional. Also du siehst die Elemente außen sitzen, wie die funktionieren und so weiter. Aber halt sehr schlicht und sehr schön. Und es ist eine kleine Pfeife. Mit dem X-Blow-Off würde ich sagen, geht das schon fast Richtung eine große kleine oder eine kleine mittlere. Mhm. Aber mir gefällt die Größe sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die Bowl-Farben sind halt Hammer. Ja. Was haben wir denn an Featuren? Also der Durchzug wurde extrem verbessert. Durchzug wurde verbessert. Wir haben die Dip-Tube-Control. Genau. Das also Tauchrohr bei der Mini war ja vorher einfach nur ein normales Tauchrohr praktisch. Genau. Und jetzt haben wir von den großen Stimulation-Modellen, die ein ausziehbares Tauchrohr haben, mit Diffusor oder ohne Diffusor. Kannst du umdrehen, kannst du dir aussuchen. Ja. Das heißt, Diffusor angeht, Diffusor ausgeht und du kannst die Menge an Wasser bestimmen, die du drin haben möchtest. Dann haben wir, das ging ja auch schon bei der Stimulation Pro X Mini, wir haben den X-Blow-Off-Kompatibilität,
18-8er Schliff an der Rauchsäule sowie am Schlauchanschluss haben wir wie gewohnt drin. Durchzug kann man nicht verstellen, haben wir ja gerade schon festgestellt. Das ist das eine, was mir bei der Pfeife noch gefehlt hätte, ne? Muss ich sagen, habe ich davor gar nicht so diesen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt den Durchzug verstellen. Doch, deswegen rauche ich auch im Moment so viele russische Pfeifen, weil ich es einfach angenehmer finde vom Durchzug dann. Ja, das vielleicht auch, weil ich halt momentan nur Funnel mit Nevo rauche. Ja, klar. Und wenn du dann, wie du vorhin noch gesagt hast, gottlose Overpacks baust, dann ist das natürlich geil mit dem Durchzug. Ne? Für mich ist das halt eher im Moment ein kleiner Negativpunkt, dass der so gut ist. Für mich aber das wichtigste Feature oder das, was heißt wichtigste, das beeindruckendste Feature an der Pfeife ist der Verschluss. Ja. Und zwar ist der Verschluss sozusagen ein 2-in-1-Verschluss. Du kannst die Pfeife von der 360-Grad-Click-Base von Stimulation abnehmen, also der Klickverschluss, kannst du Dichtung draufpacken und steckst sie auf eine Steckbohr. Genau. Und was aber ein bisschen verwunderlich war, das geht auch mit der ersten. Das wurde noch nie irgendwie kommuniziert. Ich habe es auch probiert. Ich wollte gerade sagen, ich habe Bilder von Leuten bekommen, wo das geht. Ach krass. Und das war so, wurde die dann jetzt umgebaut dafür, dass das ging? Oder wurde das dann nur einfach festgestellt Stimo und dann einfach auf die selber erst entdeckt geschrieben? Aber ist auch egal, wie rum, es geht auf jeden Fall mit der Pfeife. Aber lieber kommuniziert als nicht kommuniziert. Also ich, ganz ehrlich, dass es geht, finde ich cool. Absolut. Ich rauche sie trotzdem meistens mit der Original-Bowl, weil ich die Bowl-Form einfach so stimmig mit dem ganzen Modell finde. Und die Base ist leider zu klein für viele Steckbowls in meinen Augen. Für alle. Ja, also es gibt. Also ich habe keine einzige Steckbowl, wo die Pfeife bzw. die Base von der Pfeife nicht komplett lost drauf aussieht. Es gibt ein paar sehr längliche Caesar Bowls, also gerade wenn du sie Tradi-like Richtung hast du doch eine riesen Glaslippe, das, die da rauskommt. Ja, das ist halt das Problem. Ich finde, das sieht so doof aus. Deshalb habe ich das nicht gerne benutzt. Also ich habe die Pfeife, ich habe sie ein paar Mal auf ein paar Bowls gepackt, habe gesehen, sieht alles kacke aus, gefällt mir nicht. Und die Standard Bowl ist halt super schön. Deswegen ist es für mich auch kein großes Problem. Ja. Es ist nur so ein bisschen. Es ist ein bisschen paradox für mich wegen diesem, du kannst sie jetzt auf Steckbowls packen und ich freue mich eigentlich über das Feature. Auf der anderen Seite will ich es aber nicht machen, weil ich es einfach nicht schön finde. Ja. Und das ist so ein bisschen sad. Weißt du? Nee, verstehe ich voll. Deswegen, aber ich persönlich habe die, glaube ich, auch jetzt erst dreimal auf Steckbowls gehabt. Und ansonsten ist halt einfach diese Funktion vom 360-Grad-System in Verbindung mit der wunderschönen Bowl, sehe ich keinen Grund, eine Steckbowl zu benutzen momentan. Ja, fühle ich. Genau. Aber ich würde es eigentlich gerne mal, wenn es nicht doof aussehen würde. Ja, ja, genau. Ja, aber coole Pfeife, Durchzug extrem viel besser geworden, bei der Optik Kleinigkeiten angepasst. Ne? Ja. Sie hat sich so ein bisschen auch an ihren größeren Geschwistern orientiert, dann noch so ein paar Cuts mit in die Base und auch in die Rauchsäule. Ja. Schönes Update. Ja, genau. Also ich würde sagen auf jeden Fall, wenn ihr noch keine habt, lohnt sich auf jeden Fall die Stimulation Mini zu holen, also Gen 2. Ja. Genau. Wenn ihr jetzt die erste zu Hause, die Pro X Mini zu Hause habt, würde ich nicht die neue jetzt noch dazu kaufen. Nein, muss man nicht, wirklich nicht. Aber wer schon länger mit dem Gedanke gespielt hat, sich eine Mini zu holen, da ist das auf jeden Fall angebracht. Ja. Hat jetzt müssen wir einmal wieder Code-Werbung machen. Ihr müsst wieder auf die View-Zahl gucken. Wenn das eine gerade View-Zahl ist, dann könnt ihr den Code directly benutzen. Und wenn die Zahl ungerade ist, dann könnt ihr Code SWG benutzen. Und das lohnt sich bei Stimulation tatsächlich sehr. Kriegt ihr nämlich 40 Euro an Zubehör kostenlos dazu. Genau. Schlauch und Mundstück von Stimo gibt es dann auf unseren Nacken. So sieht's aus. Eine Frage hätte ich jetzt aber. Ja. Denkst du, die Stimulation Mini würde bei dir hat ein Potenzial, deine Lieblingspfeife zu werden im Vergleich zur Expansion Mini? Weil das war ja vorher eine, die sehr hoch bei dir gerankt war. Ja. Gerade vor allem im Stimulation-Universum. Wie siehst du das? Ich bin immer noch bei der Expansion. Okay. Weil sie ist günstiger, sie hat mehr dabei, sie passt besser auf Steckbowls und deshalb finde ich die nicer. Okay. Ja. Ja. Bei dir? Unter den Ansichten für einen Endverbraucher zu 100%, wenn ich jetzt bei mir zu Hause bin und einfach beide da habe und mir auswählen müsste, würde ich die Stimulation Mini nehmen. Okay, krass. Also, was heißt, also, sollte jetzt nicht so, was? Krass, holy shit, Alex. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ja. Ja, aber ich habe schon häufiger zu der gegriffen. Und das, obwohl ich vorher ganz klar Expansion Mini war. Ja, aber es ist eine gute Pfeife. Ja, aber bin zeigt ja eigentlich nur, wie zufrieden wir mit dem Modell sind. Ja, genau. Safe. So, was haben wir noch? Alpha Beat.
Ja, du hast noch eine Pfeife. Ich hab mir eine neue Mission auferlegt und es ist die Mission Alpha. Ich dachte mir, jetzt habe ich schon eine... Warum guckst du so? Willst du jetzt alle Alpha-Modelle zu Hause haben? Ja. Warte. Du machst dich über mich lustig, dass ich 6 Wattenbacks zu Hause habe? Stopp, das ist exakt derselbe Kopf. Ich will alle unterschiedlichen Alpha-Modelle. Ich rede nicht von Colorways natürlich, ne? Das ist ja unmöglich. Das hoffe ich mal, ja. Cringe, wenn ich 150 Alphas zu Hause hat, Digga. Nee, aber ich hätte gerne noch eine. Also mir fehlt ja nicht mehr viel. Ja, die. Mir fehlt die Kappa und die S. Stimmt, ja. Ja, sind noch 2. Weil ich hatte irgendwann mal gesagt, ich hatte die Alpha Huka X, ja, die Stratos, und ich habe ja die Alpha Oro. Ja. Dooferweise vorbestellt. Naja, nee, die Pfeife ist schon Killer. Ich rauche die wirklich sau gerne. Aber die hat halt keinen Grund, warum die 500 fucking Euro kosten sollte. Kein Leben. Das ist das einzige Problem, was ich mit dieser Pfeife habe. Und es ist so schade, weil eigentlich, ich finde die optisch so geil, so unique. Das Rauchverhalten ist cool. Die kostet halt einfach nur zu viel Geld. Aber. Gut, aber da wollte ich gar nicht hin. Ja, aber wir haben ja schon über die Euro geredet. Wir haben schon über die Euro geredet. Ich wollte da gar nicht hin. Aber ich meine so. Model S und K sind so useless eigentlich. Also Model S ist... Nein. Model S die sind nicht so useless wie ein 5. und ein 6. Wandenbank. Nein, finde ich nicht. Ich schon. Model S ist eigentlich useless, wenn du ein Model X hast, weil das ist eigentlich same, aber anderes Sleeve. Nein, das ist schon eine andere Pfeife. Du kannst kein Sleeve auf deine X packen und hast eine S, das geht nicht. Und ein Model K ist auch nicht geil. Das glaube ich. Ich finde die auch hässlich, ja, sage ich dir, wie es ist. Aber die fehlt dann halt noch für die Sammlung. Ja, was soll ich dir sagen? Marv, ich glaube, wir sind einfach beide. Wir sind lost. Ja. Wir sind fucking lost. Ja, aber stell dir vor, du kommst hier hin, läufst durch den Flur und dann siehst du dieses Special Alpha-Regal, wo alle Alpha-Pfeifen nebeneinander stehen. Marv, die fallen hier nicht auf. Doch. Doch. Die schon. Mhm. Bestimmt. Die fallen dir auf. Ja, reicht doch. Du machst doch für mich. Auch. Auf TikTok rasten die Leute mal aus, wenn ich meinen Flur zeige. Die finden den schön. Ich finde den auch schön. Was denn? Nix. Kümmer du dich lieber mal um das Bücherzimmer von deiner Mama. So. Achso, ich wollte noch was zu Alpha Beat erzählen. Genau, so. Also, ich hatte die Alpha Oro und hatte die Alpha Huka X, habe ich ja schon lange. Wenn ihr euch für eine Alpha entscheiden wollt oder wissen wollt, wenn wir uns entscheiden müssten, welche würden wir nehmen, ich werde bei der X. Das ist für mich die Alpha und es ist für mich auch eine saugeile Alpha. Es ist die Alpha, wenn ich mir eine aussuchen würde, die ich rauchen müsste, wäre es die Beat. Okay. Ja. Bei mir nicht. Ist okay. Ja. Können wir mitleben. Gut, also für mich wäre die Alpha die Alpha Huka X. Mhm. Die Beat ist aber auch sehr geil. Was ich am schönsten finde an der Beat ist, bei der Beat habt ihr außen an der Base ein 3 offene Schlitze, in denen die Kugel liegen und aber auch gefangen sind. Und wenn ihr den Blow-Off betätigt oder generell entlüftet, dann sieht man, wie die Kugeln sich bewegen. Und ich finde, das ist so ein cooles Feature. Obwohl's eigentlich, das ist wie so ein offenliegender Motor bei einem Rennauto. Nicht ganz so krass, aber... Vielleicht versteht ihr den Vergleich. Ich verstehe den Vergleich. So. Und das finde ich geil. Und es ist eine kleine Pfeife. Und ich mag kleine Pfeifen. Ja. Und ich mag meine Alpha. Und ich wollte noch eine Beat haben. Und dann war der Fipsi so, ich habe noch eine. Willst du die? Und ich so, oh. Und dann war er so, okay. Und jetzt habe ich eine Beat. Also an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob Phil den Shisha-Cast hört. Die mysteriöse Erwähnung für heute. Boah, wie lange haben wir das denn nicht mehr gemacht? Lange. Lange. Ich glaube, wir haben es einmal irgendwann zwischendrin noch gemacht. Ja, Shoutout an Phil. Nochmal ein dickes Dank. Ich glaube, das ist wirklich die 15. Social-Media-Plattform, auf der ich viel Danke sage. Aber ich freue mich auch wirklich über die Pfeife. Ja, das glaube ich, ja. Ja. Und jetzt brauche ich noch eine Kappa und eine S. Vielleicht auch nicht die Kappa. Dann kann ich sagen, ich brauche die Kappa. Ja, wenn du dir schon alle holen, dann musst du auch die Kappa holen. Ja. Aber die gibt es ja theoretisch nicht in Deutschland. Dann dachte ich gerade so, gut, ich könnte ja sagen, alle Alphas, die man in Deutschland kaufen kann. Wenn du dir eine S holst, dann musst du auch die Kappa holen. Ansonsten lässt du es so, wie es jetzt ist. Nö. Aber du hast recht. Außerdem hast du die Oro. Gut, die Beat ist cool. Wir haben die noch Tabak-News. Ja. Und zwar sind 3 neue Blackburn-Flavor rausgekommen. So sieht's aus. Ich sag mal so, es sind 2,5 neue Blackburn-Flavor rausgekommen, weil
Es ist einmal der Summer Basket. Das ist eine Mischung aus Wassermelone, Beeren und Orange. Orange ist noch ein bisschen drin. Mhm. Und dann ist noch rausgekommen der Famous Apple. Und der Famous Apple ist ein grüner Apfel. Ja. Und dann gibt es noch den Eisberg. Und wegen dem Eisberg habe ich jetzt auch gesagt, das sind 2,5 Sorten, weil der Eisberg ist ein Supernova. Das heißt, der macht einfach nur kalt. Der hat keinen eigenen Geschmack. Man schmeckt nur Grundtabak, wenn man den raucht. Aber man hat eine extreme Kälte im Mund. Und es ist auch nicht so eine Mentholkälte oder eine Minzekälte. Ich weiß nicht, welche Witchcraft da wieder am Start ist. Für mich ist das der alte Supernova. Ja, fast. Ich finde den alten Supernova, der war noch krasser. Ja, aber der, ja, aber er kommt sehr, sehr nah dran. Verdammt nah ran. Im Vergleich zu dem neuen Supernova, das ist es nämlich, ist der Eisberg. Eisberg. Um Weiten besser. Eisberg. Eisberg. Ja, nee, hat der Alex recht, das ist auch genau meine Meinung. Er ist nicht ganz so krass wie der alte Supernova, aber er ist fucking nah dran, ja, und 1000-mal kälter als der neue Supernova. Und weniger von diesem Grundtabak oder was das auch immer für ein Geschmack ist. Ja. Also ich hatte nur, ich glaube, so ungefähr 2 Gramm mal in den Kopf mit reingemischt, als wir die getestet haben. Das war, also du konntest es rauchen, aber ja, du hattest fast nur noch Kälte. Ja. Du hattest fast nur noch Kälte und das war schon fast krass. Der Wassermelone, ich hasse ja Wassermelone, der war gut. Also er hat mich jetzt nicht umgehauen, solide, ich bin ja nicht riesen Fan, aber ich bin nicht riesen Fan und hat mich nicht umgehauen, ist für mich bei einem Wassermelone schon geisteskrank. Schon sehr gut. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Und der Famous Apple, der hätte für mich noch einen Ticken intensiver sein können. Mhm. Aber vom Geschmack her war der geil. Ja, für mich ist der kommt sehr, also der erinnert mich extrem an den Bonnie und Clyde von Oz. Ich hätte gesagt Ice Granny von Darkseid. Nee, also für mich ist das Bonnie und... Also das war tatsächlich auch die Idee hinter dem Tabak, wurde mir mal erzählt. Ja? Das soll eine Hommage an den Ice Granny sein. Für mich vom Geschmack her war das so Bonnie und Clyde auf Darkland. Also von Oz. Genau. Ja, aber ich finde alle 3 Sorten geil. Den Summer Basket werde ich mir wahrscheinlich nicht so oft holen, weil es am Ende immer noch was mit Wassermelone ist. Und da bin ich halt kein Riesenfan. Und den Famous Apple müsste für mich ein Ticken intensiver sein, aber auch so wie er ist, würde ich den schon häufiger mit reinmischen. Also da sehe ich mich noch. Ja. Und den Eisberg, also wer Kälte mag, go for it. Also, no brainer. Ja, safe. Ja. Und damit sind wir durch. Krass. Freunde, Kuss fürs Zuhören. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns auf Insta. Fragen an Ümit. Fragen an Ümit, genau. Für die nächste Folge, Fragen an einen Hookermaster. Wenn ihr da irgendwas habt, was ihr unbedingt schon mal einen Hookermaster, einen Mitarbeiter in der Shisha-Bar fragen wolltet, schreibt uns das am besten auf den Shisha-Cast-Account. Am besten Shisha-Cast-Account. Genau. Einfach Shisha-Cast auf Instagram, schickt uns da die Fragen rüber und dann können wir die direkt dem Ümit stellen. So sieht's aus. Wunderbar. In dem Sinne, noch einen wunderschönen Tag. Sayonara. Wir haben jetzt zweimal übereinander geredet, Digga. Kannst du ja nicht ausdenken. Tschüss.